Ach, das war eben schön, wie ihr alle und Sie alle applaudiert haben, weil unsere Jungs auf die Platte gekommen sind. Vielen Dank dafür. Wir stehen in den Katakomben vorm Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt und versuchen natürlich, wie üblich, so ein bisschen mit den Verantwortlichen beider Vereine zu sprechen. Weil er heute als Erster da war, das hängt immer so ein bisschen damit zusammen, wer wann welche Unterschriften macht und was in den Katakomben noch alles besprochen wird. Heute als Erstes da ist Yves Gravenhorst, unser Co-Trainer. Hallo Yves. Hallo Stefan. Schön, dich zu sehen. Alles, was man gehört hat in dieser Woche nach dem Gewinn des Superglobes und so weiter, war an den gefährlichen Halbwissen-Stammtischen, das wird mit das schwerste Spiel. Siehst du das ähnlich? Ja, das nächste Spiel ist ja immer bekanntlich das schwerste Spiel. Deshalb, Flensburg ist eine Top-Mannschaft und kommt hierher, um Punkte zu holen. Und wir würden gerne den Abstand, den es in den letzten Jahren gab, zur Spitze verkürzen. Und da ist dieses Heimspiel gegen Flensburg enorm wichtig. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wir standen ja vor genau einer Woche hier und haben zugeguckt, wie ihr aus dem Bus ausgestiegen seid. Sehr müde wart ihr, ziemlich platt, weil das ein unglaublicher Ritt war, dann nach Saudi-Arabien, erfolgreich auch wieder zurück. Was habt ihr in der Woche gemacht? Wir haben erst mal 3 Tage regeneriert von der harten Woche, die wir da in Saudi-Arabien hatten. Und dann ging es gleich Fokus wieder auf das Topspiel gegen Flensburg. Und regeneriert, sag mal für uns Freizeitsportlerinnen und Sportler, was heißt das? Nicht nur rumliegen, oder? Na, es ist teils aktive Regeneration für die Spieler, die ihre Baustellen, die sie mitgenommen haben aus den bisherigen Spielen, haben sie bekämpft mit unseren Physiotherapeuten, mit unserem Athletiktrainer. Und dann ging es ins Mannschaftstraining. Wir haben jetzt 5 Spiele in 10 Tagen, da ist nicht viel mit verweilen. Da mussten wir jetzt die Tage auch nutzen, um vielleicht wieder ein bisschen Substanz aufzubauen, um die harte Zeit zu überstehen. Eine Personalie ist Philipp Weber. Wir haben alle noch den Schreck in den Gliedern vom Umknicken. Es gab ein paar Meldungen in der Woche. Was ist der Stand heute? Also der Stand ist, dass wir Glück im Unglück hatten. Philipp hat sich am Knie- und Sprunggelenk verletzt, aber es ist so gut, dass er auf dem Protokoll steht und uns heute helfen kann. Und ich weiß, wer auf dem Protokoll steht, wird in irgendeiner Situation wahrscheinlich dann auch immer irgendwie dabei sein. Und ich nehme dein Schmunzeln als Antwort genug. Das werden alle anderen auch sehen. Und die Applause da draußen, die sprechen natürlich auch ihre Sprache. Vielen Dank, viel Erfolg. Wir sprechen jetzt gleich mit Marc Bult weiter. Danke. Und wir hoffen auf einen Heimsieg des SC Magdeburg. Ganz kurze Pause, dann kommt Marc Bult hierher. Vor dem Handball-Bundesliga-Knaller am Sonntagmittag gegen die SG Flensburg-Handewitt stehen wir jetzt hier in den Katakomben. Yves Gravenhorst, unseren Co-Trainer, haben wir schon gehört. Sein Kollege auf der anderen Seite heißt Marc Bult, steht hier und hat eines der sympathischsten Lächeln in der Handball-Bundesliga. Schönen guten Tag, Marc. Guten Tag und Dankeschön. Es war sehr lustig, dass du mich erstmal ein bisschen versucht hast auszufragen, wie wir gefeiert haben letzte Woche hier. Wie habt ihr denn den Sieg des SC Magdeburg erstens wahrgenommen beim IHF Superglobe und wie bewertet ihr das auch in Bezug auf das Spiel heute?
Also ich glaube, für die SC Magdeburg ist es natürlich schön, so einen Titel zu gewinnen und allgemein für das deutsche Handball auch, dass sie auch zeigen, dass wir immerhin die stärkste Liga der Welt sind. Und natürlich haben wir das auch mitbekommen und auch mitgenommen in unsere Vorbereitung und Analyse auf unser Spiel heute. Ihr seid eine der besten Handballmannschaften in Europa und ihr habt wirklich eine richtige blöde Teufelssaison gerade im Moment. Man hat so viel Verletzungssorgen und so viel auch gehört. Ist das vielleicht auch ein bisschen nur Promo und in Wirklichkeit wisst ihr, ihr seid heute auf der Platte mit einer richtig Raketenmannschaft oder wie müssen wir uns das vorstellen? Naja, es ist immer schwer hier in Magdeburg zu bestehen und jetzt auch mit den Zuschauern in der Halle. Es ist immer eine ganz tolle Atmosphäre hier und wir freuen uns auch, dass die Zuschauer wieder hier in der Halle sind. Und ja, natürlich haben wir Pech, haben wir letztes Jahr auch viel Verletzungspech gehabt, aber wir werden kämpfen. Wir kommen hier nur für ein Ziel und das sind die 2 Punkte. Champions League Niederlage vergangene Woche abgehakt, nicht mehr so wichtig. Nein, wir haben da nach dem Spiel darüber gesprochen, weil so viel Zeit für ein Spielanalyse haben wir natürlich auch nicht. Da haben wir in der Kabine in Kielce darüber gesprochen und dann auch dementsprechend abgehakt. Es ist in der letzten Zeit öfter mal vorgekommen, ich habe so den Eindruck, das sind so die letzten 5 Jahre gewesen, dass bei besonderen Verletzungssorgen bei deutschen Mannschaften auch mal wieder so altgediente Recken verpflichtet werden. Ihr habt einen der Müller-Zwillinge kurzfristig dazu geholt. Sehen wir den heute und was wird seine Aufgabe sein? Natürlich wird er ihn sehen und seine Aufgabe wird erstmal in der Abwehr ein bisschen Spiele so entlassen. Vorne müssen wir schauen, ob er da zum Spieleinsatz kommt, aber erstmal ist für ihn Einsatz in Abwehr geplant. Weil neben der Platte sagt ja jeder, Top-Typen die beiden Müllers, auf der Platte unfassbar unangenehme Spieler. Ist da so ein bisschen Kalkül dabei, dass ihr so einen kleinen Stinker verpflichtet habt? Na, er bringt natürlich auch gute Stimmung mit in die Trainingseinheiten. Also wir kennen ihn alle und ich habe auch immer gehasst, gegen ihn zu spielen. Aber tatsächlich, neben der Spielplatte ist er ein ganz feiner Kerl und ich hoffe, dass er auch uns helfen kann. Am Ende seid ihr alle feile Kerle nach dem Spiel. Das ist ja das Tolle an diesem Handballsport und da freuen wir uns auch. Viel Erfolg für euch, auf jeden Fall Verletzungsfreiheit und dass die Misere irgendwann aufhört. Heute natürlich, weißt du, hier sind 5000 Leute dafür, dass der SC Magdeburg gewinnt. Dankeschön, dass du dich dem Gespräch gestellt hast und danke für das Lächeln. Gerne.
Und hier sitzt er, Marcel Knakowski ist der Mann, der hier sitzt. Ich grüße dich, Marcel. Hallo. Du bist Fußballtrainer, Spielertrainer bei den alten Herren, beim SV Langenstein. Das ist im Vorharz eine gute Gegend. Also auch einer dieser Menschen, die wirklich dafür sorgen, dass in der Region alles gut funktioniert. Und du machst auch die F-Jugend. Deshalb haben sich die Leute hier angemeldet, dich zum Helden erklärt, zu Recht. Wie fühlst du dich in der Handballhalle? Bist du zum ersten Mal hier? Nein, nicht das erste Mal. Also super Stimmung hier immer in Magdeburg. Und die F-Jugend in Langenstein, die mache ich aber nicht alleine. Da habe ich Unterstützung aus der Basti Kische, Luke Ferdenos. Also wir sind zu dritt eine super Truppe. Heute ist Sonntag, das heißt, ihr habt ein Altherrenspiel schon hinter euch wahrscheinlich an diesem Wochenende. Wie ist es gelaufen? Ja, wir haben Freitag in Dedlem gespielt, 5-3 verloren. Die Schmorwasser danach hat geschmeckt, das Krombach hat auch geschmeckt, alles super. Und darum geht es schließlich beim Altherrenfußball und dass man unverletzt bleibt. Die Nummer hier beim SC Magdeburg, hast du ein bisschen die Spiele verfolgt? Bist du so ein Sportfan aus der Region? Ja, also wir verfolgen Handball und Fußball, ist ja nicht weit weg, Halberstadt, also super. Ich sah, die Handballer sind ein bisschen kurz gekommen, finde ich, in der Presse. Bei dem Erfolg, weiß ich nicht, bleibt viel auf der Strecke. Hier sitzt ein Fußballtrainer, der Meinung ist, dass die Handballer in der Presse zu kurz gekommen sind nach dem Superglobe-Gewinn. Wenn Sie das auch so gut finden wie ich, fände ich jetzt einen Mega-Applaus in der ganzen Halle. Richtig gut. Deshalb sitzt er hier, nicht so schlecht. Aber ich kann Ihnen versichern, Herr Knakowski, heute werden wir die Jungs noch richtig feiern und da sind Sie hoffentlich auch ganz weit vorne mit dabei. Was sagen Sie denn eigentlich zu dem Spruch, Handballer spielen Fußball zum Aufwärmen? Da fällt mir nichts so ein. Weil es die Wahrheit ist. Ja. Großartig. Dankeschön. Sie haben hier beide für Sie und Ihren Kumpel eine Tüte, auch noch von Marco. Danke fürs Hiersein. Genießen Sie den Tag heute hier. Auch die Nähe zu den ganzen Stars hier, der Heiner Brandt, Bennett Wiegert wird gerade interviewt. Und ich möchte den Moment auch nutzen, da oben Hallo zu sagen an die paar mitgereisten SG Flensburg-Handewitt-Fans. Hallo, auch ihr kriegt einen Applaus aus Magdeburg, da bin ich ganz sicher, aller Ehren wert. In dieser Situation und an diesen Weg zurückzulegen, auf ein gutes Spiel und ein gutes Erlebnis in Magdeburg. Und ich sage danke Hummel.
Handballfreunde, Handballfreundinnen, SCM-Fans, wir fiebern dem Spiel entgegen, 20 Minuten bis zum Anpfiff. Die Halle wird brechend voll sein. Alles, was geht, ist heute hier drin. Wir sind ausverkauft. Und die Fanclubs haben sich in Zusammenarbeit mit Sponsoren und dem SC Magdeburg etwas ausgedacht. Sie haben es gemerkt, sie haben grüne oder rote, so sagt man es in der Magdeburger Reihenfolge besser, Fähnchen bei sich auf dem Platz zu liegen. Bitte benutzen Sie die zu einem bestimmten Zeitpunkt, und das ist, wenn das Magdeburger Lied läuft. Ist unsere Mannschaft auf der Platte, dann gibt es ein Zeichen von uns. Dann nehmen Sie sich bitte diese Fahne, halten Sie sie so ein bisschen nach oben, wackeln Sie ein bisschen mit rum, achten Sie auch drauf, was neben Ihnen auf den Plätzen so los ist. Und dann heben Sie sich das auf, weil vielleicht können wir das eine oder andere Mal während des Spiels gemeinschaftlich auf ein kleines Kommando von mir auch machen. Vielen Dank dafür. Wundern Sie sich nicht, wenn das jetzt ökologisch nicht so richtig klug und sinnvoll ist, weil es Plastik ist. Wir haben das gemacht, weil Pappe nicht so schnell aufzutreiben war. Und zweitens lässt es sich dann danach im Plastikmüll auch gut entsorgen und es kann auch keiner rumschmeißen. Es wäre schön, wenn wir als Handballfans mal wieder zeigen können, dass wir so eine Fahne genau dafür nehmen, wofür sie gut sind. Nämlich zum Wedeln und nicht zum Rumschmeißen, Unmut bekunden oder Ähnliches. Aber da mache ich mir bei Ihnen gar keine Sorgen. Der SC Magdeburg hat seit dieser Saison ein Angebot, das heißt SCM Huja. Da gibt es alles online, unter anderem auch einen Kommentar zu diesem Spiel, wenn Sie mal nicht hier sein können, auf unserem YouTube-Kanal. Gerne auch zum nochmal anhören, wenn Sie dann in der Woche dieses Spiel am Arbeitsplatz nochmal genießen wollen. Und dafür verantwortlich ist Sören Tümmler. Großen Applaus bitte. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid und ihr wisst, es geht heute nur mit euch. Und Sören Tümmler ist nicht nur für dieses Angebot da, sondern um unseren Respekt und unsere Wertschätzung für unsere Gästemannschaften zu zeigen, werden die auch nochmal gesondert von Sören vorgestellt. Was gibt es zur SG Flensburg-Handewitt zu sagen? Na, die SG ist natürlich ein absoluter Topverein in Deutschland und in Europa. Gegründet 1990, der Aufstieg in die erste Liga dann 1992. Wir müssen uns erinnern an das Vorjahr, April 21, leider 29-32, die Heimniederlage. Das wird heute alles anders. Und aktuell die SG ja schon mit 3 Minuspunkten in der Champions League. Stefan hat es vorhin erwähnt, am Mittwoch die 29-37 Niederlage in Polen in Kielce. Aber Erfolge gibt es natürlich bei der SG viele. Deutscher Meister 2004, 2018, 2019, Champions League-Sieger 2014. Wir erinnern uns an so Klassikerspiele, die beiden DHB-Pokal-Endspiele 2015. Da hatten die Flensburger noch Glück beim 7-Meter-Werfen, aber 2016 dann unser Erfolg in Hamburg mit dem DHB-Pokal. Die Verletzten, Stefan hat es auch gesagt, Magnus Röth, Göran Schögart-Johannessen, Lasse Möller, alle verletzt. Dann hat sich Franz Semper auch noch verletzt und deshalb, klar, begrüßen wir ihn hier heute und wünschen ihm alles Gute. 37 Jahre jung, im Sommer 20 die Karriere eigentlich beendet. Michael Müller ist wieder da, herzlich willkommen. Und außerdem müssen wir natürlich über den Trainer reden. Mike Machulla, seit Juli 2017 in Flensburg, Meistertrainer 18 und 19. Und ich habe ihn kennengelernt, da war er Fan einer kleinen lokalen Tanzkapelle namens Skikes. Da hat er sich eine Platte gewünscht, hat die von Stefan geschenkt bekommen und ein Handballer namens Kretsche war eifersüchtig und war sauer. Das ist eine kleine Geschichte. Mike wurde mit dem SCM Deutscher Meister, Supercup-Sieger, Vereins-EM-Sieger, ERF-Pokalsieger, hat mit dem SCM die Champions League gewonnen. Deshalb gilt unser Gruß den Fans, der Mannschaft und auch dem Trainer der SG Flensburg. Herzlich willkommen. Und wir haben natürlich auch noch jemanden zu begrüßen, der als Co-Kommentator hier bei Sören dabei ist bei diesem Spiel. Und ich kann mir vorstellen, dass es da eine kleine Eskalation nochmal gibt, weil der Mann hat einfach alles richtig gemacht. Von den Youngsters rein in die Truppe, auf der Bank, hinter den Kulissen, einfach dafür gesorgt, dass die Mannschaft richtig gut ist. Und ich denke, er hat auch einen großen Anteil daran, dass er seinen eigenen größten Titel mit dem SC Magdeburg eingefahren hat. Der Mann hat Energie in die Mannschaft gepumpt. Und zwar haben wir heute als Co-Kommentator Justus Kluge. Ach, kommt Leute, was soll der Geiz? Wir machen es nochmal so wie früher. Heute bei Huja als Co-Kommentator Justus! Und das können wir gleich nochmal machen. Ich weiß gar nicht, ob er da ist. Es wurde mir vorhin zugeflüstert, er ist seit einigen Tagen in Magdeburg. Er hat beim SC Magdeburg auch mal gespielt. Er war zu Gast bei Yannick Rehn und hatte sogar die Einladung bei der ein oder anderen
Einheit des SC Magdeburg mit dabei zu sein, hat aber abgelehnt, wollte einen ruhigen machen. Er müsste da, wo die Spielerfrauen auch sitzen, irgendwie sein. Da rede ich von Mess Christiansen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Mann erinnern könnt. Ist er da hinten zu sehen? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sehen. Mess, bist du da? Er steht noch nicht auf. Aber wenn wir ihn nachher sehen, dann werden wir auf jeden Fall ihn auf jeden Fall auch nochmal begrüßen, da bin ich mir sicher. Und ich bitte auch nachher sehr laut zu sein, weil auch der Bundestrainer ist heute in der Halle. Alfred Gislason sitzt auch noch nicht auf seinem angestammten Platz, aber das kriegen wir nachher auf jeden Fall noch hin. Herzlich willkommen, Mess Christiansen und Alfred Gislason in den Reihen des SC Magdeburg. So, liebe SCM-Anhängerinnen, Anhänger, liebe grün-rot blutenden Menschen, Sie sehen, das ist schon so die letzte Übung, kurz bevor unsere Jungs jetzt gleich in die Kabine gehen. Es ist Zeit, ein bisschen gute Energie auch nochmal zu verteilen, da bin ich mir ganz sicher. Und da schlage ich doch vor, nehmen wir zum Anlass einen Sieg, den die Jungs schon längst in ihren Köpfen wahrscheinlich fast abgehakt haben, aber der bei uns noch komplett in den Köpfen und in den Herzen ist. Ich rede natürlich vom IHF Superglobe, der Gewinner in diesem Jahr mit einem grandiosen Sieg gegen Aalborg zum Beispiel oder aber auch Barcelona, heißt SC Magdeburg und so sah das aus.
Und das sind eure Fans. Vielen Dank für dieses Spiel, liebe Spieler vom SC Magdeburg. Und genau so brauchen wir das heute das ganze Spiel über. Wenn es gut läuft und natürlich auch, wenn es hier und da mal holprig werden könnte, das ist nämlich ein absolutes Spitzenspiel. Und Sie alle, wir alle sind mit dabei und das ist gut so. Vielen Dank. Wir freuen uns auf dieses Handballfest und sagen natürlich auch Danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Und da gilt auch unser Dank bei Wir für Magdeburg, der ÖSA. Außerdem sagen wir Dankeschön an die MVB. Eine Empfehlung der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Die Fertig-App mit nur einem Wisch zur günstigsten Fahrkarte. Jetzt die Fertig-App herunterladen und einfach in Magdeburg fahren. Ich habe schon zwei Nachrichten bekommen. Wo gibt es denn eigentlich den geilen Pullover, den du heute anhast im SCM-Fanshop? Die Antwort ist so leicht. Gucken Sie da vorbei. Sympathische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da unterwegs sind. Nebenbei können Sie sogar noch Lotto spielen. Also gucken Sie da vielleicht auch vorbei. Unsere Empfehlung. Und wir sagen natürlich auch Danke an einen langjährigen Unterstützer, an die Wobau. Und da sagen wir Hallo Wobi. Und hier ist er wieder. Unser Wobi-Spatz mit tollen SCM-Fanartikeln. Mit der Wobau Magdeburg. Gemeinsam zum Sieg. Nicht vergessen, die Klamotten, die Wobi immer mit dabei hat und die kleinen Geschenke, die wurden schon vor der Halle verteilt. Also, wenn Sie das nächste Mal welche haben sollen, einfach eher kommen. Und ansonsten für alle, die sich jetzt auf die Plätze noch begeben haben, noch nicht bitte die grünen und die roten Flaggen auspacken, sondern nehmen Sie die erstmal auf den Schoß. Wir brauchen die exakt in dem Moment, wenn unsere Mannschaft schon hier drin steht, der Einlauf vollzogen ist und wenn dann das Magdeburger Lied kommt. Vielen Dank dafür. Wir kommen zur Aufstellung unserer Gäste aus Flensburg. Mit der 1 Benjamin Buric, mit der 20 Kevin Möller, mit der 4 Johannes Goller, mit der 5 Simon Hals, mit der 11 Lasse Swan, die 13 Oskar von Oettingen, die 14 Hampus Wanne, die 17 Julius Meyer-Siebert, 19 Marius Steinhauser, 22 Mess Mensa Larsen, die 24 Jim Gottfriedson, 25 Michael Müller, willkommen zurück. Die 31 Emil Jakobsson, die 33 Aaron Mensing, die 66 Anson Linskog und Mann mit Magdeburger Vergangenheit, mittlerweile eine absolute Größe im deutschen Handball. Hallo Mike Machulla, hier ist die SG Flensburg-Handewitt. Das Schiedsrichterpärchen heute stelle ich Ihnen gleich vor. Wir sagen erstmal Danke an unsere Kali-Kumpels. Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter haben in Magdeburg mit dem Publikum immer eine besondere Beziehung und die hier ist noch ganz jung und frisch, würde ich mal sagen. Deshalb einen großen Applaus, warmherzig und unter Sportskameradinnen und Kameraden. Hallo Julian Koppel und Dennis Regner. Und Dankeschön auch ans Physioteam des SCM. Und jetzt brauche ich eure Stimmen, denn es geht um unsere Trainer. IAF Super Globe Winner. Wir sagen Dankeschön an unseren Bennett. Und klatschen durch, bis wir unserem Co-Trainer genauso danken können. Und der heißt in Magdeburg Yves. Und jetzt stehen alle auf. Wir brauchen eure Hände, eure Herzen, eure Stimmen, eure Seelen. Wir holen unser Team auf die Platte. Licht aus.
Und wir holen unser Team und das wird angeführt vom Kapitän Christian. 2 laut für den Riesen im Tor, Mike. Was für eine Leistung im Finale in Saudi-Arabien. Danke, Yannick. Und hier ist der Alleskönner, Piotr. Die 10 in grün-rot gehört Gisli. Und das ist unsere 11, Daniel. So laut kann man gar nicht sein, wie gut der spielt. Hallo, Oma Ingi. Und unsere 17 in grün-rot gehört Tim. Mein Gott, guck, der kann laufen. Hier ist Philipp. Unsere 21, Magnus. Die schnellste Maus von Magdeburg, seid laut für Lukas. Mann, ist das gut, dass er da ist. In grün-rot, die 23 gehört Magnus. Was für ein Handballzauberer. Hallo, Marco. Und der ist auch nicht langsam. Hallo, Kai. Der Kanonenarm ist wieder da. Michael. Und die kleine Maschine am Kreis ist bei uns, Moritz! Und hier steht euer Team, hier steht der SC Magdeburg! Nehmt eure Flaggen bitte in die Hand! Alle Flaggen jetzt in die Hand heben, hochhalten und Justus, feiern! Das Kluge, ist unser Justus, so kann man einlaufen in der Halle, oder? Hier ist das Magdeburger Lied und hier ist die Halle in grün und rot. Es ist soweit, es ist angerichtet zum Spiel gegen die SG Flensburg. Justus, ganz aktuell, wie geht's dir? Handballerisch noch aktiv, ich muss dir gratulieren. Gestern HV Rot-Weiß Staatsfurt gewinnt gegen den HSV Magdeburg mit 31:30. Zufrieden mit der Geschichte? Ja, ich denke, das Ergebnis kann sehr zufrieden sein. Mir geht's wirklich gut. Sehr wohl in Stadtport, toller Verein, da tolle Menschen und ich bin froh, dass ich noch ein bisschen Handball spielen kann hier so in der Nähe und gestern haben wir natürlich eine super Leistung gezeigt und wollen da auch die nächsten Wochen anknüpfen. 8:0 Punkte nach 4 Spielen, Stadtport führt vor Höhe Ulbisfelde und vor der SG Kühnau, Stadtport Tradition, ich habe Spiele in der Merkewitz-Halle erlebt, in der alten, jetzt ist die Halle ein bisschen moderner, die neue, Stadtport gehört mindestens eine Liga höher oder nicht in die Sachsen-Anhalt-Liga, sondern die Oberliga, die könnte es schon sein, oder? Auf jeden Fall. Das ist auch das ganz große Ziel. Das wird seit Jahren versucht und in diesem Jahr, denke ich, ist der Aufstieg fällig. Es wird nicht einfach, aber wir arbeiten hart und die Voraussetzungen sind sehr gut. Also wenn ihr mal Lust habt und der SDM nicht spielt, dann... Ruhig mal zum HV Rot-Weiß Staatsfurt, aber jetzt zum Spiel SC Magdeburg gegen die SG Flensburg. Du hast oft gegen Flensburg gespielt, du weißt es. Die Flensburger, die kokettieren jetzt ein bisschen, haben viele Verletzte. Das ist trotzdem keine schlechte Mannschaft, die hier heute steht. Ich denke nicht. Also letztes Jahr war es ähnlich. Flensburg, die sind auf jeden Fall keine Underdogs. Die sind deutscher Meister geworden. Egal mit welchem Kader, Mike Machulla lässt sich immer was einfallen. Obacht ist geboten. Der SCM beginnt in den grünen Heimtrikots mit den roten Ärmeln. Die SG blaue Hosen, weiße Trikots. Der SCM wird in wenigen Sekunden Anwurf haben. 10 Sekunden sind es noch, also wir können jetzt runterzählen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und auf geht's, SC Magdeburg. Der SCM beginnt links außen Lukas Mertens.
Mika Damgaard in der zentralen Position, Marco Bezjak am Kreis, Magnus Güllerüth, dann Oma Igni, Magnus Hörnhalb rechts und Tim Hornke beginnt auf rechts außen. Also es ist soweit, SCM gegen die SG Flensburg. Das Reden über Titel und Tabellenpositionen, Justus, zu diesem Saisonzeitpunkt, ist das Quatsch, oder? Erfahrungsgemäß ist das zu dem Saisonzeitpunkt immer am höchsten. 1:0 für den SC Magdeburg. Mika Damgaard trifft zur 1:0 Führung. Das Ganze, ja, logischerweise in der ersten Spielminute. Und Golla am Kreis stark gemacht. Hat sich gegen Güllerüth durchgesetzt. Golla mit dem 1:1 in der zweiten Spielminute. Und der SCM im Positionsangriff. Der Ball läuft schnell. Der Ball läuft. Und Mika Damgaard ist durch. Und scheitert am linken Bein von Kevin Möller. Die Torhüter bei der SG sind ja auch keine schlechten. Möller und Buric. Da muss man sich schon was einfallen lassen, Justus. Sehr groß gewachsen. Möller auch bei Barcelona gespielt. Also die bringen eine Menge Qualität und auch Erfahrung mit. Der SCM im Angriff. Großartige Stimmung hier in der GTEC Arena. Oma Magnusson dagegen Gottfriedsson. Und von außen scheitert Tim Hornke erneut an Kevin Möller. Ein bisschen aufpassen müssen wir, dass wir den jungen Mann da im Flensburger Tor jetzt nicht warm werfen. Aber kein Problem. Wir bleiben im Ballbesitz. Der Ball ist dort auf der Gegengeraden über die Seitenauslinie gegangen. Deshalb Einwurf. Und Mika Damgaard erneut. Und erneut Kevin Möller. Aber kein Problem. Da gab es vorher das Foul. Es gibt Freiwurf für den SC Magdeburg. Die Schiedsrichter Julian Koppel und Dennis Regner noch nicht allzu oft hier in der GTEC Arena. Und jetzt geht der Arm schon hoch beim SCM, obwohl zwei Abschlüsse schon da waren. Finde ich ein bisschen früh. Oma Magnusson trifft leider nur den Pfosten. Es bleibt beim 1:1. Aber gut zurückgelaufen. Defensive ist wichtig beim SC Magdeburg. Jim Gottfriedsson, der macht das da gut. Und über außen jetzt lass es warnen mit der ersten Führung für die Gäste in der dritten Spielminute. 1:2. Swan trifft für die Gäste. Jetzt ein intensiver Zweikampf da. Golla gegen Mika Damgaard. Freiwurf für den SCM. Justus, für mich immer wieder so eine. Jetzt passt Mika, der hat zu viel Oberarmmuskeln, ihm passt das Trikot nicht mehr, das Trikot ist hochgerutscht, die Oberarmmuskeln sind zu breit und deshalb jetzt diese Spielunterbrechung, das hatten wir so in der Form auch nicht mehr. Justus, gefühlt, wann der Arm hochgeht oder wann nicht, spürt ihr das, dass es jetzt bald soweit ist? Ich hatte eben das Gefühl, jetzt schon, da waren zwei Abschlüsse und der Arm ging trotzdem hoch, das ging mir zu schnell. Habt ihr das im Gefühl, wenn ihr auf der Platte seid oder ist das... registriert das erst dann, wenn der Arm da ist. Und jetzt das 2:2. Mika Damgaard. Schlag auf Schlag. Ja, also man merkt das schon, wenn man zweimal rechts, links gespielt hat, dann merkt man, jetzt muss der Abschluss kommen. Könnte man noch ein bisschen länger geben, den Angriff, aber andererseits zweimal kein Tor. Da geht es ja auch nicht bei Null los, ist eine Gefühlssache. Ich denke, das kann man so pfeifen wie eben. Okay. Deshalb lade ich mir immer einen Co-Kommentator ein, weil ich einfach fachlich da ab und zu mal die Hilfe sehr genieße. Flensburg greift an. Gottfriedsson, Mensa Larsen da im Rückraum. Lasse Swan auf rechts außen. Golla am Kreis. Und jawohl, der SCM verhindert diesen Bodenpass an den Kreis. Sully mit dem schnellen Angriff. Raus auf Tim Hornke. Tor! 4. Minute. 3:2. Der SCM ist wieder vorn. Tim Hornke. Das ist ja so wichtig, wenn man mit einem Fehlwurf in dieses Spiel gestartet ist, dass dann der zweite sitzt. Gut für den Kopf, gut fürs Selbstbewusstsein. Justus, der Kopf, wenn man wirft, spielt der eine Rolle manchmal? Ja, also sollte nicht, aber ich denke, der Kopf ist eigentlich das alles Entscheidende hier beim Handballsport. Wenn man den nicht unter Kontrolle hat, kann man noch so gut und körperlich stark sein. Also muss man da auch immer wieder versuchen, zu verdrängen, wenn man den ersten nicht getroffen hat und dann einfach den zweiten so souverän wie Tim Hornke reinmachen und dann geht das schon. Ich muss mir ein bisschen Sicht verschaffen, denn unser Hallensprecher Stefan Mich, mit dem wir hier auch mal würdigen können, der steht hier am Rand mit dreifachem Bänderriss im Sprunggelenk und mit ein bisschen Ibuprofen im Blut wird er das Spiel hoffentlich gut überstehen. Also auch ihm drücken wir die Daumen, dass er
hier über dieses Spiel kommt ohne weitere Schmerzen. Jetzt ist der Arm schon oben, die Magdeburger Deckung steht gut. Jetzt gibt es den Bodenpass auf Golla und der schnappt sich den Ball. Ist halt ein guter Kreisläufer, 5. Minute der Ausgleich für die Flensburger, das 3:3 durch Golla. Da sind wir wieder bei der Geschichte. Meine Mama hat früher immer gesagt, das habe ich beim letzten Spiel schon erzählt, ach Sören, guck doch einfach die letzten 5 Minuten beim Handball, ist es doch immer so spannend. Manchmal habe ich die Befürchtung, meine Mama hat recht und dass die letzten 5 Minuten, die sogenannte Crunch-Time, ganz entscheidend sind. Jawohl. Jetzt gab es da das super Anspiel von Marco Beschak an Güllerüt am Kreis und der fliegt durch den Kreis und verzieht, aber da waren sie dran, am Trikot wird auch noch gestoßen, deshalb gibt es jetzt den ersten 7 Meter in diesem Spiel. Oma Igni Magnusson. 5:40 sind gespielt. 3:3. Magnusson gegen Möller. Magnusson gegen Möller. Und der Ball ist im Tor. 6. Spielminute. Magdeburg wieder vorn. 4:3. Die Führung durch diesen 7 Meter von Oma Igni Magnusson. Also mir fällt schwer, hier still zu sitzen. mich hält es hier kaum auf dem Platz. Muss nicht still sitzen. Wir gucken mal, wie lang das Kabel ist. Also die Faust kann schon mal rausgehen. Das Problem ist nur, wenn du hochspringst, kann sein, dass deine Kopfhörer irgendwo landen. Aber auch das, wenn du hochspringen willst, Justus, und dich nicht verletzt, ist das alles in Ordnung. Okay, schauen wir mal. Ja, und Gottfriedsson, stark gemacht, schöne Einzelleistung, tanzt da unsere Abwehr aus. 7. Spielminute, 4:4, Jim Gottfriedsson mit dem Ausgleich für die SG Flensburg. Ja. Muss man auch dazu sagen, Jim Gottfriedsson, ähnlich wie Stefan Michmer, auch, glaube ich, am Sprunggelenk verletzt gewesen, spielt hier auch eigentlich höchst angeschlagen. Sieht man mal, wie die Personalsituation ist, ja, bei Flensburg. Hm. Das ist ja, die haben ja, wir hatten es vorhin erwähnt, verloren in der Champions League am Mittwoch in Kielce, 29:37. Da war Mike Machulla auch ganz schön sauer und sagt, unsere Abwehr hat überhaupt nicht funktioniert. Davon ist hier jetzt in der Anfangsphase erstmal nichts zu sehen. Das funktioniert da eigentlich ganz gut, was die Flensburger spielen. Aber auch die Magdeburger sind ja gut im Spiel. Jetzt gibt es hier den Pfiff gegen den SCM und den Konter der Flensburger. Da war nicht ganz klar, Marco Beschak angeblich mit dem Fehler. Die Magdeburger Bank natürlich mit ein paar Fragen zu diesem Thema. Die Zeit ist gestoppt. Jetzt gibt es da noch Redebedarf. Der Schiedsrichter mit Marco Beschak, Beso und Jim Gottfriedsson reden da über diese Szene. Es geht weiter mit Ballbesitz für die SG Flensburg. 7:30 gespielt. 4:4 der aktuelle Spielstand. Bennett Wiegert immer noch mit der Nachfrage an die Schiedsrichter. Die haben ihm irgendwas erklärt jetzt und weiter geht's. Die Flensburger im Positionsangriff. Gottfriedsson mit dem Bodenpass auf Lasse Swan und durch die Beine von Yannick Rehn. Stark gemacht. 4:5. Die Führung für die SG Flensburg. Schöner Pass jetzt von Magnusson auf Hornke, der kommt da rechts außen, aber nicht vorbei. Also wir sehen schon, klar, haben sie unglaublich viele Verletzte und von links außen schön freigespielt Lukas Mertens, aber der Kevin Müller im Tor, der Flensburger, der ist im Moment richtig gut drauf und hier eigentlich. Ich würde sagen, Marco Beschak ist auf Hochtouren. Genau. Da gab es eigentlich der Stürmerfoul und Beso beim Hochstehen gibt es da nochmal eine Aktion und jetzt gibt es da Diskussion und auch Thorsten Zacharias geht da hin und jetzt gibt es nochmal eine Ermahnung an Beso. Also 8 Minuten gespielt, 4:5 die Führung. Es liegt einfach daran, dass Kevin Möller im Tor bisher 2-3 Paraden auf dem Schirm hat, 3 sind es, glaube ich, laut Zettel, und unsere Torhüter bisher noch keinen Ball gehalten haben, aber 4:5, das brauche ich euch nicht erzählen. Im Handball nichts passiert, klare Stürmerfoul jetzt von Gottfriedsson, schön gezogen von Oma Magnusson, Ballbesitz für den SC Magdeburg, Sully macht das Spiel schnell, O'Sullivan auf Rabkowski, Rabkowski jetzt mit dem Fehlpass auf Jim Gottfriedsson, Gottfriedsson trifft 4:6. Ja, da wusste Piotr Rabkowski, der sich in diesen Angriff mit eingeschaltet hatte, nicht wohin mit dem Ball und der Bodenpass landete dann in den Händen von Jim Gottfriedsson. Also
2 Tore der Rückstand für den SC Magdeburg. Und jetzt zieht er halt dem armen Marco Bejak fast das Trikot aus, aber das gibt überhaupt keine Bestrafung. Es gibt nur Freiwurf für den SC Magdeburg, aber ihr werdet uns das verzeihen. Wir sehen das natürlich hier ab und zu mal durch die grün-rote Brille. Deshalb habe ich Justus Kluge, der dann immer ein bisschen den Dampf rausnehmen kann, aber so ein Griff ins Trikot ist inzwischen Standard, oder? Das muss nicht immer so extrem bestraft werden. Ja, ist richtig. Ich glaube aber, die Schiedsrichter haben sich bisher noch keinen Gefallen getan mit den Stürmerfouls. Das wird jetzt rigoros ausgenutzt werden, der Spieler, denke ich. Ja. Und das Tor zählt. Da gab es das Foul an Beso, aber der schafft es noch, den Ball ganz leicht zu platzieren im Tor. 5:6, der Anschlusstreffer und schon wieder Ballverlust. Der Flensburger dort auf der linken Seite, erneut Ballbesitz. 10 Minuten sind gespielt, 5:6 und jetzt die Chance zum Ausgleich. Mika Damgaard wird da hart angegangen. Kevin Möller hat den Ball zwar, aber da war keine Power mehr hinter diesem Wurf von Mika Damgaard. Deshalb steht es jetzt nach 10 Minuten weiter 5:6 und der SCM bleibt in Ballbesitz. Marco Bejak, zentrale Position. Jetzt sind wir im Positionsangriff. Güllerröte am Kreis. Die Stimmung nach wie vor großartig. Jetzt zieht der SCM an. Magnusson am Hals zu Boden gerissen. Und es gibt immerhin mal die erste gelbe Karte gegen Simon Halt. Der diskutiert da zwar, schüttelt mit dem Kopf, will es nicht wahrhaben, aber das kann man wohl so geben. Der Däne Simon Halt, 2,3 Meter groß da im Mittelblock. Weiter geht's mit Ballbesitz für den SC Magdeburg. 11 Minuten rum, 5:6. Die Chance zum Ausgleich. Omar Magnusson von Halt. Oh, jawohl, Mika Damgaard, halb links, steigt hoch durch die Beine von Möller. 6:6, der Ausgleich, Mika Damgaard. Und das ist ja so ein Klassiker, was ich von Trainern immer wieder höre. Ganz wichtig, das Rückzugsverhalten. Das ist elementar im Handball, oder dass man so schnell wie möglich wieder in die Deckungsformation kommt. Voll und ganz. Also gerade gegen Flensburg, temporeich starke Mannschaft. Ganz wichtig, dass man da gut zurückkommt, um die einfachen Tore zu verhindern. Und da schafft der SCM gerade gut. Güllerröth kommt da raus und verhindert da, dass Flensburg da mit Mensing zu einem Wurfversuch bei, das waren ja fast 10 Meter, kommt. Gottfriedsson treibt das Spiel wieder an. Mensa Larsen schön gespielt auf Lasseswahn. Lasseswahn in die kurze Ecke. 6:7 der aktuelle Spielstand. Wieder ein Tor vor für die Gäste von der SG. Und Mika Damgaard rein in die Lücke. Das dritte Tor von Mika Damgaard. 7:7. 13. Spielminute. Und wir haben 14 Tore auf der Uhr. So hatten wir es auch schon im Heimspiel gegen Leipzig. Da sind wir in der ersten Viertelstunde überhaupt nicht zu Wort gekommen, weil es so schnell ging. Und zum Glück für uns Kommentatoren konnten die Mannschaften das Tempo dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so halten, weil in dem Moment, wo man sich ein Tor aufschreibt, ist das in der anderen Ecke, in der anderen Hälfte schon wieder gefallen. Also Wahnsinnstempo auch hier in der Anfangsviertelstunde. 7:7. Jetzt gab es da... Okay. Wenn das Absicht Fuß war, sind es 2 Minuten. Und wenn es Zufall Fuß war, dann ist es gar nichts. Also war nichts, ich habe es nicht gesehen. Genau. Kompromisspfiff, so eine gelbe Karte bei Fußspielverdacht eigentlich selten. Ja. Aber gut gelöst, weil für 2 Minuten hätte man das Speedy nicht runterstellen dürfen. Das war jetzt so ein Mediumpfiff, ja, so ein die goldene Mitte. Okay, weiter Ballbesitz für die SG Mats Mensa. Jawohl, da ist sie, die erste Parade von Yannick Green mit den Fingerspitzen. Lenkt er den Ball an die Latte und jawohl, Lukas Mertens, auch er mit seinem zweiten Versuch und dem Treffer. 8:7, der SCM wieder von Mertens. Der SC Magdeburg zum letzten Mal in Führung nach 4 Minuten beim 3:2 durch Hornke. Dann gab es ja sogar mal 2 Tore vor für die SG. 8:7. 14. Minute, der SCM wieder vorn. Aber es tritt genau das ein, was alle hier erwartet haben. Es ist das erwartete enge Spiel. Es ist das erwartete Spitzenspiel. Ganz starker Pass jetzt. Und die Parade von Yannick Green, die zweite. Da war er frei am Kreis, Johannes Goller. Und
Janik Rehn ist da. Und erneut scheitert der SCM von rechts außen. Tim Hornke, da macht sich Müller ganz groß. Es bleibt beim 8:7. Der Pass auf Golla und Ringereinlage zwischen Güllrüt und Golla. Das sah ein bisschen schlimmer aus, als es war. So schlimm war es nicht. Janik Rehn ärgert sich jetzt, dass die Parade nicht zum Konter, zum Tor geführt hat. Es bleibt beim 8:7. Janik Rehn putzt da jetzt erstmal selbst seinen Raum, seinen 6-Meter-Raum. Und jetzt kann es weitergehen. Positionsangriff der SG mit Gottfriedsson auf der zentralen Position. Ja, so ist das aber, glaube ich, in der Handballszene. Die SG Flensburg vor einer Woche, als sie in Hamburg gespielt haben, Gottfriedsson schwer verletzt, kann auf keinen Fall spielen. Bei uns war es jetzt so mit Philipp Weber, es wird schwer. Das gehört inzwischen zum guten Ton, oder dass man sagt, bei dem einen oder anderen weiß man nicht so richtig, ob er fit wird. Als ich heute Morgen beim Frühstück saß, habe ich mit meinem Vater darüber gesprochen, wer alles so verletzt, verletzt ist und dabei ist. Und da haben wir über Weber gesprochen und ich wusste ganz genau, dass er auf der Bank sitzt. So geht auch Handball. Und ganz ehrlich, wenn man halbwegs gesund ist, wenn man nichts riskiert, dann will man natürlich bei so einem Spiel auch dabei sein und der Mannschaft irgendwie helfen, oder? Auf alle Fälle. Aber ob man da gar nichts riskiert, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber als Handballer beißt du dich eigentlich immer durch. Schöner Versuch von Mika Damgaard, versucht dazwischen Lasse Swan und Mats Mensah-Larsen durchzukommen, aber geht zu Boden, aber es gibt nur Freiwurf. Justus, wie froh bist du, dass diese Zeit der leeren Handballhallen vorbei ist? So geht das ja. Ich bin ja fest der Meinung, dass einige dieser Verletzungen zustande gekommen sind, weil die Atmosphäre dieser leeren Hallen während der anderthalb Jahre wie so ein Trainingsspiel war und dass da vielleicht ein paar Prozent Konzentration gefehlt haben und es das halt deshalb vielleicht auch die ein oder andere Verletzung gegeben hat. Kann das in meinem gefährlichen Halbwissen so sein, dass da ein bisschen Körperspannung in einigen Situationen gefehlt hat? Nee, Sören, also da kann ich dir recht geben, liegst du absolut richtig. Man braucht vollen Fokus, um sich nicht zu verletzen. Und das geht eben nur, wenn hier richtig Stimmung in der Halle ist. Und heute, glaube ich, das erste Mal wieder richtig volle Hütte. Ich habe Gänsehaut, als ich vorhin zur Halle gekommen bin, endlich wieder volle Bierzelte und alles, was dazu gehört. Einfach toll. Weiter geht's. 16 Minuten gespielt, 8:8. Magnusson setzt sich durch, 9:8. Das ist wieder die Führung für den SCM. Aber es geht schon hinten weiter. Gottfriedsson, Mensah auf Lasse Swan. Wieder durch die Beine. Also das machen die Flensburger verdammt gut. Diese Achse funktioniert. Gottfriedsson verlängert auf Mensah Larsen. Der zieht an und dann gibt es die 50-50 Chance unserer Abwehrspieler. Entweder machen sie Mats Mensah Larsen zu oder geben Lasse Swan auf rechts außen die Möglichkeit. Und der Swan, der hat ja verdammt viel Erfahrung. Der nutzt sie jetzt auch zum 9:9 nach 17 Spielminuten für die SG Flensburg. Spannende Kiste, 9:9, 17. Spielminute. Omar Magnusson zieht an, Mika Damgaard wird geblockt. Der Ball geht weit übers Tor. Da freut sich Golla natürlich über diesen Block, aber weiter Einwurf für den SCM. Marco Bejak, Mika Damgaard, Omar Magnusson und der SCM hat jetzt am Kreis gewechselt. Saugstrup jetzt für Güllerüt am Kreis. Damgaard zieht an, Magnusson zieht an. Was für ein Hüftwurf! 17. Minute, 10:9. Wieder die Führung für den SCM. Ich denke, da wird auch ein Schlüssel heute zum Sieg liegen, dass man einfach wechseln kann. Magdeburg macht es vor, nach 15 Minuten der erste Wechsel im Innenblock und Kreis. Da sind wir Flensburg voraus und wenn wir das ausspielen können zum Ende hin, dann haben wir einen Vorteil. Also Magdeburg ja ganz oft in den vergangenen Jahren die Bank nicht so gut besetzt mit so vielen Leuten, vor allen Dingen wie es Flensburg und Kiel uns vorgemacht haben. Auch das soll ja ein Schritt in die noch bessere Zukunft sein, dass wir irgendwie die Augenhöhe mit Kiel und Flensburg mal herstellen. Das ist manchmal nicht so einfach, weil da Budgets eine Rolle spielen, weil da auch Kaderstärken eine Rolle spielen. Das kann er. Der Mats Mensah-Larsen mit dem 10:10 und da will ich gar nicht an das letzte Heimspiel erinnern, als Jim Gottfriedsson die rote Karte bekam und Mats Mensah-Larsen, glaube ich, das Spiel seines Lebens hier in Magdeburg gemacht hat und den SC Magdeburg davor Probleme gestellt hat, dass sie individuell natürlich unglaublich stark sind, die Flensburger, das wissen wir ganz alleine. 19. Spielminute, 10
dazu zählen. Aber der SC Magdeburg in diesem Jahr, ich habe das Gefühl, die lassen sich auch von Phasen im Spiel, die mal nicht so nach Vorstellung laufen, überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, dass sie fokussiert bleiben, dass sie um ihre Stärke, wie du sagst, auch in den letzten 15 Minuten wissen. Ist das ein Vorteil in diesem Jahr? Mika Damgaard zum 11:10. Ja, also auf alle Fälle. Ich denke, der Kader war die letzten Jahre schon stark. Aber in diesem Jahr ist einfach nochmal dieses i-Tüpfelchen dazugekommen. Diese wirkliche Extraklasse. Und ja, ich denke, das kann diese Saison ein Faktor sein. Und vielleicht war der Superglobe-Titel nicht der letzte. Das wäre so schön. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir müssen ja nur mal auf die Woche gucken. Jetzt gibt es den Bodenpass und Sully hat den Ball. O'Sullivan jetzt alleine gegen Gottfried an. O'Sullivan! 12:10. Die erste 2-Tore-Führung für den SC Magdeburg durch Christian O'Sullivan. Ich würde gern ein paar Sachen erzählen, aber man kommt in diesem Spiel einfach nicht dazu. Also mal kurz auf die Woche geguckt. Dienstag in Slowenien, ERF European League. Am Donnerstag in Lübeck DHB-Pokal. Sonntag in Kiel und am Dienstag dann hier gegen Aix-en-Provence wieder im ERF Cup. Das ist schon eine ganz schön heftige Woche. Was macht man da zwischen den Spielen? Nur noch regenerieren und Video gucken, oder? Jetzt gibt es die Auszeit, jetzt können wir genau über solche Sachen reden. Wahnsinn, Stimmung, die Halle steht. 19 Minuten 43 gespielt. 12:10, die Führung für den SC Magdeburg. Und alle zwei Tage ein Spiel, steckt man das weg als Spieler? Man kann sich darauf vorbereiten, oder? Erstmal starkes Timing von dir, dass du die Frage auspackst, wenn die erste Auszeit kommt. Großes Lob. Als hätte ich es geahnt. Ja, also ich meine, als Spieler liebst du es zu spielen. 5 Spiele ist dann doch vielleicht ein bisschen viel in 10 Tagen. Und dann noch die Reisestrapazen. Das werden die Jungs schon merken. Gut, da sind wir wieder beim Kader. Ansonsten Taktikschulung, viel Training ist da nicht, viel Regeneration und auch so ein bisschen Daddeln am Handy, Laptop, was weiß ich. Also die Zeit kriegt man schon rum. Man muss nur ein bisschen auf den Körper gucken, ja. Genau, aber es sind ja alles Wettbewerbe, die extrem wichtig sind. Dieser ERF European League, du hast es erlebt, wie toll es ist, da einen internationalen Titel zu holen. Der DHB-Pokal, Hamburg, deine Erfahrung, das ist ein tolles Ding, da in Hamburg dabei zu sein, wie auch immer. Dann geht es weiter in der Bundesliga. Ein Auswärtsspiel in Kiel, ja, nimmt man auch nicht so im Vorbeigehen mit. Also in der Häufung ist es schon wirklich eine ganz extreme Phase gerade. Ein Topspiel nach dem anderen, ja. Du sagst es, also man muss gucken. Man will sicherlich auf allen Hochzeiten tanzen, aber mit 100% geht es wahrscheinlich nicht. Man muss rotieren und gucken. Aber ich denke, ganz klares Ziel, jedes Spiel dazu gewinnen. Wenn man Benno kennt, macht er da nirgendwo irgendwelche Abstriche. Dafür ist ihm das einfach zu wichtig und der Mannschaft auch. Weiter geht's. Der Arm ist oben. Mats Mensah Larsen spielt den Golla an. Und da ist der Yannick Green. Da musste Golla seinen Körper ganz schön verbringen. Saugstrup scheitert an seinem Landsmann im Tor der SG. Also, wenn dieser Kevin Möller nicht im Tor der SG Flensburg stehen würde, dann hätten wir jetzt noch einen ganz anderen Zwischenstand beim Stand von 12:10. Aber es macht mir extrem viel Hoffnung, dass der SCM sich diese Chancen herausspielt. Und wenn jetzt Yannick Green warm wird und ins Spiel kommt, dann sieht das hier alles noch positiver aus, als es jetzt schon aussieht. 12:10 nach 20 Minuten gegen die SG Flensburg ist ja kein schlechtes Ergebnis. Jetzt kommt Mats Mensah. Unfassbar schweißt er den Ball in den rechten Winkel. Schönes Tor, muss man anerkennen. 12:11, der Anschlusstreffer durch Mats Mensah Larsen, der hier traditionell in Magdeburg irgendwie gut ins Spiel kommt. Foul an Tim Hornke und es gibt die erste 2-Minuten-Strafe. Tim Hornke und die Schiedsrichter zeigen es an. Da gab es die aktive Bewegung von Hampus Wanne zu Tim Hornke und deshalb auch diesen 7 Meter. Ja, zu Recht würde ich sagen. Den nehmen wir jetzt mit und dann kommt meine nächste Fachfrage. Magnusson gegen Möller. Tor! 13:11 für den SC Magdeburg. Solange Omar Magnusson die 7 Meter
verwandelt, habe ich auch ein gutes Gefühl. 13:11, 22. Minute. Justus, du selber aus, auf Außen unterwegs. Weiß man, wenn man anläuft, entweder habe ich einen guten Winkel oder gleich tut's weh? Ja, also wenn es weh tut, ist eigentlich nicht so verkehrt, weil dann brauchst du dich nur fallen lassen, holst einen Seemeter zwei Minuten raus. Man weiß schon, welchen Winkel man da gerade bekommt. Es kommt eher auf dein Gefühl an. Wenn du gut drauf bist, ist die Größe des Winkels eigentlich völlig egal. Ja. Und neunter Hammer von Mats Menzer. Zum Glück jetzt auf unserer Seite die Querlatte. Wurf von Mats Menzer, Larsen an die Querlatte. Es bleibt beim 13:11. Noch eine Minute 16. Unterzahl für die Flensburger. Kevin Möller jetzt auf der Bank. Das ist ja Tradition inzwischen bei fast allen Bundesligamannschaften. Da kommt dann der sechste Feldspieler. Und die Unterzahl wird versucht, so wieder gut zu machen. Jetzt gab es, na klar, es ist nicht mehr warm in Magdeburg, aber in der Getek Arena ist es immer heiß. Jetzt war der Ball nass oder klebrig, erste Mal getrocknet werden müssen. Positionsangriff und der Arm ist oben. Na klar, die Flensburger momentan noch ohne Druck. Gottfriedson wirft sich da in Schrappig rein und also... Das war ein bisschen wenig, da hat er Glück, der Flensburger, dass er da zwei Würfe sind es noch, zwei Pässe sind es noch, besser gesagt. Simon Halt steht da, Mensing im Rückraum und Menzer Larsen. Aber sie machen das clever, also sie spielen hier die Zeit runter, machen sie gut. Das ist gut, dass die Schiedsrichter jetzt den Arm schon gehoben haben. So, da der Pass auf Mensing, der wirft. Und in dem Winkel ist natürlich Yannick Rehn. Da wollte Mensing noch einen Wurf haben, aber natürlich war Yannick Rehn noch dran. Und es gibt den Wechsel und die Flensburger Bank protestiert jetzt heftig. Buric und auch Mike Machulla jetzt mit ganz heftigen Gesten in Richtung Schiedsrichter. Ich glaube, sie wollen da einen Ballbesitz für sich gesehen haben, weil ein Block dran war, aber wenn Yannick noch dran war, dann Fehlpass jetzt. Der versuchte Bodenpass auf Mo Preuß von Omar Magnusson, der geht ins Leere, deshalb jetzt Ballbesitz für die Flensburger und die sind noch 12 Sekunden in Unterzahl und lassen sich demzufolge sehr viel Zeit. In wenigen Sekunden kann dann auch Möller zurückkommen und es gibt die Diskussion jetzt, Mike Machulla mit Thorsten Zacharias da draußen, der erklärt jetzt noch was und Flensburg wieder komplett. 24. Minute läuft, 13:11. Zwei Tore vor für den SC Magdeburg. Das war auch bisher die höchste Führung in diesem Spiel, aber zwei Tore vor gab es auch schon mal für die SG Flensburg. Also gefällt mir das so, wie es im Moment jetzt besser. Der Arm ist schon wieder oben, der Pass auf Halt. Soxrup, Tim Honke, der muss durchziehen. Menzer Larsen greift ihn an, am Trikot und der Ball ist trotzdem im Tor. Unfassbarer Wille da von Tim Honke, wie er sich durchsetzt. Menzer Larsen ist dran am Trikot, schiebt ihn zur Seite und sieht hochverdient dafür noch. Jetzt 2:14:11. Tim Honke. Jetzt sind es erstmals drei Tore. Das Ganze in der 24. Spielminute. Aber ihr seid alle genug Handballfans und Handballfreunde, dass ihr genau wisst, ein 14:11 gegen die SG Flensburg nach 24 Minuten bedeutet im Handball überhaupt nichts. Es ist aber großartig für die Köpfe, für das Publikum. Wir sind ausverkauft heute mit 5000 Fans, die Getek Arena. Und hier regiert der SCM, das haben wir so in der Lautstärke hier lange nicht gehört. Justus und ich sind ganz froh, denn wir haben Kopfhörer auf, können wir für euch besser kommentieren. Aber es ist schon extrem laut. Genau, das ist die Getek Arena. Weiter geht es. Und Jim Gottfriedson nimmt wieder ein paar Sekunden von der Uhr. Natürlich hat ihm der Ball nicht gefallen. Ist das jetzt, ist der Ball nass oder ist da jetzt zu viel Klister dran? Was ist da immer der Grund? Ich glaube, die Unterzahl ist der Grund. Einfach genau fünf Sekunden wieder rausgeholt, man weiß es nicht. Aber meistens ist es eher, dass es nass ist. Zu viel Klister gibt es selten. Aber in Unterzahl bemerkt man das viel eher am Ball, oder? Das müsste man mal statistisch erfassen, ja. Wahrscheinlich ist das so. Also Flensburg jetzt ohne Torhüter, da sie noch 1,35 in Unterzahl sind. Schöner Pass, aber auch wunderbar im Hechtsprung hat er diesen Pass auf Lasse Swan verhindert, Lukas Mertens. Ach, das ist großartig. Manchmal neigen wir dazu, ja nur auf Torschützen zu gucken und auf tolle Tore. Aber was der SC Magdeburg ja schon seit Jahren in der Abwehr arbeitet und kämpft,
das ist eigentlich die Grundlage für das, was ein Bennett Wiegert hier spielen will, oder? Es geht nur über die Defensive, über Balleroberung und dann über das schnelle Spiel. Kamba! Mertens auf Honke und Justus Kluge steht. Was für ein Tor! 15 zu 11. Jetzt die Führung in der 25. Minute. Ein Traumtor. 15 zu 11. Und das Kabel hat gehalten von der Länge her. Gut, also kannst du aufspringen. Das beruhigt mich ungemein. Also Justus, mach, worauf du Lust hast. Jim Gottfriedson, wieder stark. Die Abwehr, Piotr Rabkowski, Saugstrup jetzt da im Mittelblock. Und nur Freiwurf für die Flensburger. 25 Minuten sind gespielt. SCM in Überzahl, aber Bennett Wiegert ist ein bisschen sauer, weil die spielen doch sehr lange ohne Druck. Jetzt geht der Arm hoch und jetzt sind es noch drei Pässe. Und Gottfriedson, der musste werfen. Sehr gut, der Block ist da. Zwei, ein Pass ist es bloß noch. Das ging mir zu schnell, nur noch ein Pass. Jetzt ist die Überzahl aber auch. Das hat dem Jim Gottfriedson überhaupt nicht gefallen, weil der hat den Pfiff des Schiedsrichters gefühlte 10 cm an seinem linken Ohr gerade gehabt. Und das kann schon mal laut sein. Nur noch ein Pass. Also Achtung Magdeburg, der Pass wird kommen auf Gottfriedson. Er muss da werfen. Keine Chance, er läuft sich da fest. Da hat er überhaupt keine Chance gehabt, durch die Magdeburger Deckung durchzukommen. Konter das SCM. Rabkowski, Piotr Rabkowski, der spielt ja gern mal vorne mit. Und wenn er ein Tor macht, ist es ja fast eins wie bei Steffen Stiebler. Riesenjubel in der Halle. Wenn so ein Abwehrchef ein Tor macht, dann ist das schon was ganz Besonderes. Jetzt aber wieder der Positionswechsel beim SCM. Mika Damgaard kommt wieder, Marco Becher kommt wieder. Ach Justus, ich habe so viele Fragen. Es sind mir zu wenig Auszeiten im Moment noch. Aber das Spiel ist noch lang. 15 zu 11 die Führung. 26,5 Minuten sind gespielt, 4 Tore vor. Das ist der bisher größte Vorsprung in diesem Spiel. Lukas Mertens, was macht der denn da? Auf halb rechts zieht er in die Lücke und der Ball ist drin. 16 zu 11, 5 Tore. Dass er da auf halb rechts auf einmal durchgeht. Bisschen Glück hatte er, Müller war dran, aber das ist... Wie heißt das? Gedankenschnelligkeit? Hat er eine Lücke gesehen und ist reingegangen? Großartig. Absolut. Also wenn der nicht reingegangen wäre, ich glaube, da wäre Benno ausgeflippt. So eine Situation mag er eigentlich gar nicht. Ungeplant. Weil er sich den Wurf genommen hat, einfach ungeplant. Ja? Genau. Ja. Aber Tor ist Tor. Ja. Ja. Jetzt sollte es 7 Meter geben und Marco Beziak bekommt eine 2-Minuten-Strafe. War ein bisschen dran am Trikot. Und... Gibt es 7 Meter oder doch nur Freiwurf? Freiwurf nur. Ja, komischer Pfiff. Aber man muss auch sagen, was der Goller da am Kreis leistet. Unheimliche Entwicklung genommen. Der Bursche ist ja noch ganz jung. Der fängt, glaube ich, jeden Ball stark. Ja, es ist ein richtig, richtig guter Kreisläufer. Und umso mehr Respekt muss man vor der Magdeburger Defensive haben, dass sie versuchen, da dieses Spiel auf Goller zumindest zu unterbinden. Also das sind die beiden Waffen. Goller am Kreis und der Rechtsaußen Lasse Swan. Hat bisher hier auch richtig überzeugt. Jetzt gibt es den fast Airball, hätte ich gesagt. Campus Wanne verwandelt diesen guten Pass von Mensa Larsen zum 16 zu 12. Es sind immer noch 4 Tore. Wir hatten das in den letzten Wochen ganz oft, dass Bennett Wiegert im Nachgang dieser Spiele sagte, gefühlt müssen wir zur Halbzeit schon viel höher führen als nur mit 2, 3, 4 Toren, wie es manchmal der Fall war. Ist das eine gefühlte Wahrheit oder sagt man sich, ja klar, wenn man auf die Statistik guckt, die vielen Paraden von Müller oder die eine oder andere Situation, ja, da hat er recht? Hat er absolut recht. Also heute weiß ich nicht, aber oft ist es eben schon der Fall, wenn man dann vorne verwirft und das gefühlsmäßig einfach mehr als 3 Tore sind, berechtigte Aussage, denke ich. 2 Minuten sind es noch auf der Uhr, jetzt geht auch beim SCM der Arm nach oben. Wir begrüßen Philipp Weber im Trikot des SCM und was für eine Einzelleistung, da ist er da, Philipp Weber. 17 zu 12 für den SC Magdeburg, da wird auch heftig angegangen, aber... Das Adrenalin ist da. Schmerzen wird Philipp Weber im Moment, glaube ich, ganz wenige haben. Schönes Tor, 17
12 die Führung für den SC Magdeburg, der jetzt noch 33 Sekunden in Unterzahl ist. Das darf man auch nicht vergessen, das war ein Treffer in Unterzahl. Gottfriedson, ganz stark gespielt und da ist er frei vor Yannick Rehn. Und gibt es da noch eine Bestrafung? Es gibt auf alle Fälle den 7 Meter. Die Zeit ist angehalten, Gottfriedson da bleibt liegen im Magdeburger Kreis. Aber Lukas Mertens ist da, Yannick Rehn ist da, Piotr Rabkowski ist da, okay. Jim Gottfriedson zeigt an, er ist leicht mit Fingernagel, Finger, wie auch immer, am Auge getroffen worden. Dass das im Handball nicht viel, viel mehr passiert, ist mir sowieso ein Rätsel, wie ihr da immer wieder aufsteht. Ich bin ja oft drüben beim Fußball und da wälzen sich die Spieler schon ein bisschen länger rum und haben große Schmerzen, wenn es mal den Kontakt gab. Hier gibt es Dauerkontakt. Und jetzt erstmal diesen 7 Meter von Hampus Wanne gegen Yannick Grehn. Und der ist leider im Tor zum 17:13. Schmerzen im Spiel, sind die da oder ist so viel Adrenalin da, dass man bei solchen Kontakten den kurz wegsteckt und der Schmerz dann erst eine Stunde später kommt? Also doch, das knallt schon, aber wirklich nur kurz, man steht da durch. Vielleicht eine These von mir, warum im Fußball länger gelegen wird. Der Rasen ist einfach weicher. Stimmt. Das kann natürlich sein. Und Gisli Christiansson jetzt zentral. Philipp Weber. Omar Magnusson. 30 Sekunden sind es noch auf der Uhr. Weber. Nein, Gisli Christiansson war es. Er freut sich. Er holt nämlich diesen 7 Meter raus. Da wird er richtig reingedrückt in den Kreis. 29:44. Die Zeit ist angehalten. 29:45. 17:13. 4 Tore. Jetzt kommt zum ersten Mal Benjamin Buric ins Spiel, ins Tor bei der SG Flensburg. Omar Magnusson. 15 Sekunden vor der Halbzeit. 17:13. Die Chance wieder auf +5 zu stellen. Der 7 Meter ist freigegeben. Omar Magnusson. 18:13 für den SC Magdeburg. Also 18 Tore schon wieder in der einen Halbzeit. 3 Sekunden sind es noch. Gottfriedson an das Knie. Nichts passiert. 18:13 zur Halbzeit. 5 Tore Vorsprung für den SCM. Also man bekommt das hier gar nicht so mit. Aber der SCM führt mit 5 Toren gegen die SG Flensburg. Intensive und gute erste Halbzeit, oder? Finde ich auch. Also +5, besser kann es kaum laufen. Also, jetzt erstmal Halbzeitpause, Ruhe. Wir trinken einen heißen Tee und wir hören uns dann zu den zweiten 30 Minuten wieder. SCM Huja, alles online. Jetzt gibt es hier noch Diskussionen. Mike Machulla möchte mit den Schiedsrichtern reden. Die möchten aber nicht mit ihm reden. Also 18:13. Wir hören uns jetzt hier gleich zur zweiten Halbzeit wieder. Viele von euch haben mit dieser Frau zu tun gehabt. Viele von euch sind auf Auswärtsfahrten unterwegs gewesen, wollten So lange. Dankeschön, alles Liebe, Gesundheit, das Gute für die Zukunft. Wir sagen danke. Gabi! Gabi! Dein Blumenstrauß kommt da. Steffen Stiebler mit einem Blumenstrauß und einem Drücker. Dankeschön, Gabi. Ganz kurz für Sie alle auch noch die Möglichkeit, denken Sie dran, Man of the Match von Rewe zur Verfügung gestellt. Sie können auch jetzt in der zweiten Halbzeit noch über die App des SC Magdeburg abstimmen. Wer ist für Sie Man of the Match bis ganz kurz vor Abpfiff?
Man of the Match wird dann auch noch im Verlauf des Tages heute direkt nach dem Abpfiff geehrt. Sie erfahren also, ob sich Ihr Voting gelohnt hat oder nicht. Alle, die damit machen, haben die Chance darauf, morgen eine Nachricht von Rewe mit einem Einkaufsgutschein verbunden zu bekommen. Vielen Dank dafür. Und ansonsten geht es jetzt direkt rein zum großen Bernis-Grüner Wurf. Wurde es ausgelost auf der Geschäftsstelle, das ist unter Pandemiebedingungen nicht anders möglich. Das bedeutet beim nächsten Mal auch, kommen Sie so früh wie möglich, gucken Sie dann auf Ihre Karte und dann gibt es für Sie unter Umständen, wenn Sie Glück haben, die Chance auf den Bernis-Grüner Wurf im Jackpot im Moment. 750 Euro, 250 Euro pro Wurf gibt es. Geht dieser Ball jetzt rein, geht es heute um 1.000 Euro. Kommen Sie an. Wen haben wir hier? Sie heißen? Jürgen. Jürgen, Handballer oder nicht? Ja. Na dann bin ich ganz gespannt, was jetzt passiert, Jürgen. Hier ist der Punkt und ich wette, die Halle feuert Jürgen, den Handballer. Oh, einmal wie ein Schiedsrichter. Die Halle feuert Jürgen an. Achtung, klatschen, ihr wisst, das ist nötig. Boccia, irgendwas zwischen Boccia und Kegeln ist es gewesen, aber Jürgen, das ist dein Applaus. Diejenige oder derjenige, der beim nächsten Mal ausgelost wird, hat dann auf jeden Fall die Chance auf 1250 Euro. Viel Erfolg dafür. Hier kommt da gerade die Treppe runter, ich habe es vorhin angekündigt. Wer auch immer ein Herz für die Grün-Roten hatte, hat auch ein Herz für diesen Mann. Guck mal, da kommt er runter. Du brauchst gar nicht nach unten gucken, du bescheidener Typ. Er ist in Magdeburg gewesen, hat bei Yannick Green ein bisschen mit die Zeit verbracht. Er hat abgelehnt, bei den Jungs mitzutrainieren. Aber seid laut für Mess Christiansen, da steht er. Mess, dein Applaus. Einmal Magdeburger Junge, immer Magdeburger Junge. Danke für deinen Besuch, auf bald wieder. Dir geht's gut, hoffen wir. Du siehst fantastisch aus.
Die SG Flensburg-Handewitt, Halbzeitstand 18:13, 5 Tore Vorsprung für den SC Magdeburg hier nach den ersten 30 Minuten. Und was war das für ein enges Spiel? Nach 7 Minuten stand es 4:4. Dann gingen die Gäste sogar in Führung, waren 2-3 Mal sogar mit 2 Toren vorn, 6:4. Der Spielstand nach 15 Minuten, dann aber wieder der Ausgleich und dann in den letzten Minuten der ersten Halbzeit. Da setzte sich der SCM ab, führte das erste Mal mit 2 Toren beim 12:10 durch O'Sullivan und dann waren es beim 16:11 erstmals 5 Tore, das Ganze in der 26. Spielminute und der SCM hat diese 5 Tore dann auch mit in die Halbzeit genommen. Jetzt ist die Uhr auch wieder okay, 18:13 die Führung für den SC Magdeburg. Also das Spiel läuft, Anwurf für die SG Flensburg. Mensing im Rückraum, Mensah Larsen mit dem Ball an den Fuß von Golla. Na klar, Ballbesitz für den SCM und interessanter Torwartwechsel jetzt beim SCM. Mike Jensen ist jetzt im Tor für Yannick Rehn und da gibt es den Pass an den Kreis und Magnus Gullerüth wird da richtig zu Boden gezogen und deshalb 2 Minuten jetzt gegen die 33 Aaron Mensing und 7 Meter Omar Igni Magnusson in der 31. Minute 18:13 der Halbzeitstand und jetzt die Chance auf das erste Tor in dieser zweiten Halbzeit. Magnusson über den Boden 19:13 6 Tore vor durch diesen 7 Meter von Magnusson. Bei mir ist immer noch Justus Kluge. Justus, was sagt ein Trainer Bennett Wieger zu dieser Halbzeit? Lässt er die Mannschaft da erstmal 5 Minuten durchatmen oder gibt es gleich die Ansprache? Gibt es erst Lob und dann Tadel? Wie sieht so eine Halbzeitansprache aus, wenn es 18:13 gegen Flensburg steht? Die erste Zeit ist man immer alleine. Der Trainer kommt ein bisschen später, muss sich auch erstmal sammeln. Und dann wird die absolut konstruktive Kritik geübt. Ein paar Punkte werden angesprochen, natürlich auch was gut war. Aber da geht es vor allem um das Verbesserungspotenzial. Sehr gut, die Abwehr wieder. Magnus Gullerüth macht da Mensah Larsen fest. Und ganz, ganz intensive Abwehrarbeit jetzt. Unterzahl auch bei der SG Flensburg. Und da kommt jetzt auch der Arm. Das ist gut. Jetzt gab es da den Pass nicht. Jensen holt sich den Ball. Der lange Pass kommt nicht. Magnusson versucht jetzt das Spiel nochmal schnell zu machen, aber die Flensburger schon wieder hinten. Mika Damgaard sieht die Lücke. 20:13. Es sind jetzt wirklich 7 Tore. Mika Damgaard. Also, das sieht hier zu Beginn dieser zweiten Halbzeit gut aus für den SC Magdeburg. Ganz konzentriert reingekommen in diese zweite Halbzeit. Die Deckung steht. Und durch die Unterzahl haben die Flensburger jetzt auch Probleme. Der Junge von Oettingen ist jetzt im Spiel. Und natürlich in Unterzahl machen es die Flensburger clever und spielen die Uhr herunter. Mensah Larsen zieht mal kurz an. Gullerüth ist da zur Stelle. Jetzt gibt es da auch eine kleine Verletzung beim Mats Mensah Larsen, der seinen Vertrag in Flensburg ja auch verlängert hat. Und ist schon ein Top-Handballer, den die Flensburger da haben. Auch von denen haben sehr viele. Aber das Schöne ist an der Geschichte, auch der SC Magdeburg hat Top-Handballer und das macht einen sehr, sehr optimistisch, was diese Saison betrifft. Die Magdeburger werden nicht jedes Spiel gewinnen. Den Zahn muss ich euch jetzt auch ziehen, weil die Saison ist so unglaublich lang. Wir wissen alle nicht, was passiert, aber diese ersten Saisonspiele, die machen unglaublich Lust und wie fokussiert diese Mannschaft ist, wie sie sich immer wieder aus Krisenphasen auch in den einzelnen Spielen herauszieht. Das hat mich echt beeindruckt. Jetzt der Versuch von Mats Mensah Larsen. Der scheitert an Hrabkowski und auch Jensen ist da. Deshalb gibt es jetzt den Konter. Die zweite Welle. Mika Damgaard! 21:13. Es sind 8 Tore und da müsste jetzt eigentlich die Karte kommen. Und da ist die grüne Karte von Mike Machulla und hört euch das einfach mal an. Leute, es gäbe nur einen Die Halle steht, die grün-rote Wand ist da und jetzt auch nochmal die Choreo
grün, rot, die gesamte Getik Arena. Ah, die Reporterkollegen. Das war Tom Michme mit einem kleinen Regiehinweis. Reporterkollegen sagen an dieser Stelle dann immer gern, ja, das sind so Spiele, an die man sich erinnern wird. Aber im Moment gibt es so viele Spiele beim SC Magdeburg, an die man sich erinnern muss. Und das European League-Finale in Mannheim ist gar nicht so lange her. Im Mai damals, als Jannik Rehn mit einer Wahnsinnsleistung hier den Pokal nach Magdeburg holte. Und ein Justus Kluge als erster hier aus dem Bus stieg. Das sind Erinnerungen, dieses European League-Finale in Mannheim, was du immer, egal wo du Handball spielen wirst, was du in deinem Leben machen wirst, mitnehmen wirst, oder? Das werde ich nie vergessen. Da gibt es auch sehr viele schöne Fotos, eine Medaille und so weiter. Das prägt einfach und da ist man unheimlich stolz drauf, egal wie lange das zurückliegt. Die Magdeburg-Abwehr funktioniert jetzt schon wieder. Der Arm ist oben. Und Mike Jensen ist zur Stelle. Da gab es den Wurf von links außen von Hampus Wanne, aber da steht Mike Jensen mit seinen 2,07 Metern und ja, da hätte selbst ich oder der Justus Problem gehabt, dran vorbeizuwerfen an dieser Wand, die da vor einem auftaucht. Absolut. Also Torhüterwechsel macht sich schon bezahlt, die Abwehr ist unüberwindbar, Flensburg muss jetzt aufpassen. 21:13, 35 Minuten sind erst gespielt. Magdeburg im Angriff, Mika Damgaard auf Marco Bejak, der bricht erstmal ab, machen sie gut. Jetzt geht auch beim SCM die Hand der Schiedsrichter schon sehr früh hoch. Omar Magnusson deshalb nimmt sich den Wurf, den er noch nicht unbedingt nehmen musste und zieht ganz knapp links oben am Tor vorbei. Also es war praktisch jetzt nach 5 Minuten der erste technische Fehler oder der erste Fehlwurf beim SCM. Aber wir haben es vorhin angesprochen, dieses Rückzugsverhalten, auch das ist jetzt wieder da, die Magdeburger Defensive sofort wieder da und das fachkundige Publikum hier kriegt das sofort mit und ist da zur Stelle und hat auch diese kleine Abwehraktion eben zu würdigen gewusst. Also man sieht, die Leute haben ja Ahnung von dem. Schön jetzt gespielt, Hampus Wanne. Jetzt war es ein bisschen einfacher. Jetzt hat er einen besseren Winkel gehabt und das erste Tor der Flensburger jetzt nach 5 Minuten und 5 Sekunden in dieser zweiten Halbzeit. Jetzt gab es vorhin den nächsten Fehlwurf. Also aber es sind noch 7 Tore, Flensburg wieder im Ballbesitz und sofort kommt das Publikum. Obwohl nicht in Unterzahl spielt Flensburg relativ lang und Mensing aus dem Rückraum. Der Ball rutscht beim Mike Jensen durch die Finger. 21:15. Der Vorsprung noch für die Magdeburger. Stark gespielt da von Mika Damgaard. Aber Güllerüt hat diesen Pass nicht mehr gerechnet. Hampus Wanne. 21:16. So schnell geht's. Nur noch 5. 3 Tore in Folge jetzt. Der SG. Mika Damgaard. Der war wichtig. 22:16. Wieder 6. Damgaard trifft. Ah, es geht so schnell im Handball. Da gab es die 1, 2, 3 Tore in Folge für die Magdeburger. Da waren es 8 Tore und dann gab es die Auszeit und klar, dann 3 Tore in Folge für die SG. Ich hatte Andreas Rojewski beim letzten Spiel da und den habe ich gefragt, in einer Auszeit, ganz ehrlich, hört man da intensiv zu oder geht es da wirklich nur um den nächsten Spielzug? Wie aufnahmefähig ist man in einer Auszeit, Justus? Schönes Tor jetzt der SG. 22:17, Mensing trifft. Ja, also da musst du aufnahmefähig sein, weil der Trainer denkt sich was dabei. Das ist die Kunst des Trainers. Oh, Mika Damgaard. 23:17. Ja, wir kommen nicht hinterher, wa? Unfassbar, wir wollen über irgendwas erzählen und da fallen die Tore. 23:17, ganz starkes Tor von Mika Damgaard. Also Benno, der macht das kurz und knapp, die wichtigsten Informationen und das bekommt man auch mit. Da muss man aufpassen, weil zu viel kann man nicht aufpassen. Lass es machen von außen, aber da bekommt er die Beine zusammen, Mike Jensen.
verhindert den Einschlag. Es bleibt beim 23-17. Flensburg bleibt aber im Ballbesitz. Mensing, Jim Gottfriedsson, Mats Menser. Wenig Wechsel bisher bei den Flensburgern. Klar, die haben drei Verletzte. Und mit Franz Semper ist ja noch Vierter dazugekommen. Gottfriedsson jetzt Schlagwurf, 9 Meter, Tor 23-18. Das ist die individuelle Klasse der Flensburger, die hier die Mannschaft immer noch am Leben hält. O'Sullivan, Mika Damgaard, schön auf außen freigespielt. Und Lasse Swan fällt da und bekommt das Stürmerfoul an der Stelle. Sehr, sehr gewagt, dieser Pfiff. Und jetzt gibt es auch den Pfiff, weil Magnus Güllerüth den Ball da an den linken Fuß bekommen hat. Also 23-18, 5 Tore vor, 8 waren es mal nach 34 Minuten beim 21-13. 5 Tore, die Führung, die waren es ja auch zur Halbzeit. Ganz langsamer Aufbau jetzt bei der SG Flensburg. Bennett Wiegert mit der Nachfrage dabei im Schiedsrichter und Golla da im Zweikampf mit Rabkowski. Gleiches Recht für alle, wenn Swan da fällt und Rabkowski hier, dann gibt es auch da der Stürmerfoul. Deshalb Ballbesitz für den SCM. Sullivan, Sullivan mit dem Versuch, da Güllerüth anzuspielen. Aber es gibt Freiwurf für den SCM. Zentrale Position bei den Flensburgern kommt wieder Simon Halt, der ist auch extrem groß da, über 2 Meter und da wird schon sportlich, aber der SCM ist ja eh keine Mannschaft, die da permanent über irgendwelche Abwehrblöcke wirft, seit Jahren. Bennos Spielsystem ist das, der SCM geht dahin, wo es weh tut, dieses dynamische Spiel in die Lücken in der Abwehr, wir haben keinen, der Steineschmeißer aus den 80er und 90er Jahren ist, der da überall eine Abwehrmauer wirft, das ist aber bewusst das System des SCM, oder? Absolut, also das Spielkonzept passt zu den Spielertypen und es wird immer versucht, eine 1-0 hundertprozentige Torschance zu kreieren. Und wer hat das jetzt wieder kreiert? Oma Igni Magnusson ist durch und wird da gefoult und es gibt den Semeter jetzt, 40. Spielminute beim Stand von 23-18 für den SCM Magnusson. 40. Minute tritt an. Diese alte Regel, der Gefaulte wirft nicht, ist längst nicht mehr aktuell beim Handball. Oma Igni Magnusson gegen Buric. 24-18. Der Treffer vom 7-Meter-Punkt. Es sind wieder 6 Tore vor. 6 Tore vor gegen den deutschen Vizemeister, die SG Flensburg, gegen den Champions League-Teilnehmer SG Flensburg. Also, der SCM, der macht einfach Spaß und auch in diesem Spiel, klar, es klappt nicht alles zu 100%. In der ersten Halbzeit Kevin Müller im Tor, der SG stark, der hat da viel rausgeholt. Trotzdem schafft der SCM es, diese SG Flensburg im Moment auf 24-18 zu halten. Und Mike Jensen bekommt den Ball da auf den Brustkorb. Und was für ein Tor von Lukas Mertens. Der lässt den Ball ganz leicht abrollen über der Hand und keine Chance für Buric. 25-18 und der Ball ist mal wieder nass und die Halle, die steht schon wieder. Und der kann nicht nur schnell, der kann den Ball auch einschalten. Justus, bei so einem Konter, man hat kaum Zeit. Ich sag ja immer, wenn man Zeit hat zum Nachdenken, dann wird es schon kritisch bei einem Konter. Aber bei dieser Sache, wann entscheidet man sich für seinen Wurf? Ob scharf unten, scharf oben oder so ein Roller wie eben? Hat man da Zeit zum Nachdenken oder geschieht das dann wirklich spontan aus dem Erleben, aus der Erfahrung heraus? Tor jetzt für die SG, 25-19. Ja, der Mensing, der hat eine ganz schöne Fackel, muss man sagen. Yep. Ja, also das ist eine ganze Menge Intuition. Jeder hat ja auch so seinen Lieblingswurf. Also man hat da eine gewisse Auswahl, aus der man den Wurf dann kreiert. Aber letztendlich sind das wirklich Millisekunden, keine Ahnung. Keine Ahnung, ey, wie man eigentlich entscheidet. Man macht es irgendwie. Man guckt den Torhüter an und dann haut man das Ding irgendwie rein. SCM Angriff, Omar Magnusson, halb rechts. Fast wäre durch gewesen, aber es gibt nur den Freiwurf beim SCM jetzt auf rechts außen. Daniel Pettersson im Spiel. Und am Kreis noch Magnus Güllerüth, aber bei 45 werden wir wieder den Wechsel erleben, dass da wieder der nächste Kreisspieler kommt. Das wird dann Saugstrup sein.
Bejak, Damgard, der SCM jetzt mit viel Zeit und da beschwert sich Mike Machulla auch und der Arm geht hoch. Bejak, Mika Damgard aus der Hüfte. 26 zu 19. Wieder 7 Tore vor für den SCM. Und die Magdeburger Abwehr ist schon wieder da. Und Mika Damgard, es war sein 10. Tor in diesem Spiel. Wahnsinn, Mika ist zurück. Es ist ein ganz spezieller Spieler. Der hat viel Freiheiten auch von Benno bekommen. Ich mache mir nur immer Sorgen, wenn ich Mikas Gesichtsausdruck sehe. Er wirkt immer traurig. Justus, du kennst ihn viel intensiver. Er ist nicht immer traurig, auch wenn sein Gesichtsausdruck manchmal so wirkt, oder? Absolut nicht. Also Mika Damgard, der beißt sich immer durch und hat nicht so viel Emotionen, auch wenn er 10 Buden macht. Das ist einfach seine Art und nicht besorgniserregend. Okay, brauchen wir uns also keine Sorgen zu machen, wenn der Gesichtsausdruck manchmal ein bisschen traurig wirkt. Das ist sein Stil zu spielen. Also SCM im Angriff. 43 Minuten, 18 Sekunden gespielt, 26 zu 20 nach dem letzten Treffer der SG durch Golla. Bejak führt wieder Regie. Am Kreis noch Güllerüt, Omar Magnusson, Daniel Pettersson, Mika Damgard und auf Außen Mika Damgard. Was für eine Rakete, nur leider landet er an der Latte, aber da ist Daniel Pettersson und holt sich den Ball und erhöht für den SC Magdeburg auf 27 zu 20. Da dachte ich, die Situation ist schon Geschichte und von rechts außen holt sich Daniel Pettersson diesen Ball und erhöht auf 27 zu 20. Das Ganze jetzt 16 Minuten vor dem Ende. Im Handball wissen wir ja selber, die letzten 10 Minuten, die Crunch-Time sozusagen, Hampus Wanne jetzt freigespielt. Die Latte hilft dem SC Magdeburg und auch Mike Jensen hilft, indem er den Winkel da verkürzt. Es bleibt beim 27 zu 20. Gucken Handballspieler während der zweiten Halbzeit hoch zur Uhr? Ab wann gucken sie zur Uhr oder spielt das momentan noch gar keine Rolle? Doch, also man guckt zur Uhr, man sollte es nicht zu oft machen. Man kann es aber einfach nicht lassen und ab einer gewissen Zeit, ich würde sagen ab der 50. Minute, ist das dann auch taktisch wichtig, dass man das Tempo anpasst, keine 2-Minuten-Strafe mehr holt, solche Dinge und dann auch einfach mal die Zeit runterspielt, die Führung nach Hause bringt. Oh, jetzt wäre da fast Omar Magnusson in zentrale Position ausgerutscht, aber er fängt sich ab, weiter geht's. Bezo hat den Ball, Marco Bejak tanzt sich durch, der Pass auf links außen, aber da war der Winkel zu eng und der Arm geht schon wieder hoch. Also das machen die Schiedsrichter ja ganz schnell. Magnusson, Marco Bejak wird da zu Boden gerungen und jetzt bekommt Mika Damgard auch eine Hand ins Gesicht, bleibt da am Boden liegen. Das sieht nicht gut aus, aber ich glaube, er wird gleich wieder, jawohl, da steht er schon wieder. Er schüttelt auch mit dem Kopf, fragt, was soll das? Ist er sauer? Ist ein Handballspieler immer eine Hand im Gesicht? Das wollen die Spieler nicht haben, aber es gibt da überhaupt keine Reaktion. Die einzige Reaktion der Schiedsrichter ist, dass sie 4 Finger nach oben halten. Das bedeutet, dass wir jetzt noch 4 Pässe haben, bevor wir hier beim Stand von 27 zu 20 zum Abschluss kommen müssen. Bezo hat den ersten Pass bekommen. Der Pass auf Omar Magnusson. Magnusson! Ist das ein starker Wurf? Um die 66, um Lindskog. Ein ganz starker Wurf, wie Justus Klug gesagt. 28 zu 20. Da sind es wieder die 8 Tore. Was für ein Spiel. Also ich muss es euch immer noch sagen, wir spielen hier gegen den Champions League-Teilnehmer und deutschen Vizemeister SG Flensburg, auch wenn die eine herbeigeredete Krise vielleicht haben, auch verletzte Spieler haben. Das darf man alles nicht vergessen, aber hier steht trotzdem Weltklasse gegen den SCM auf dem Parkett. Das möchte ich auch nicht vergessen und die Fans zetteln hier die erste Welle an. Das haben wir hier 2 Jahre lang nicht erlebt in der GTEC Arena und in der 47. Minute bei 8 Tore vor gegen Flensburg gibt es die Welle in der GTEC Arena. Auch hier funktioniert die Abwehr wieder. Noch 3 Pässe für die Gäste aus Flensburg. Und wieder gibt es keinen 7 Meter, sondern nur einen Freiwurf. Was die Magdeburger da hinten arbeiten, ist wirklich Wahnsinn. Mensah Larsen, jetzt ist er durch. Gottfriedson
Ja, das war schwer zu verhindern. 28 zu 21 das Tor in der 47. Minute. 7 Tore vor für den SC Magdeburg. Wechsel jetzt hier auch. Kai Smietz ist da beim SCM und Mika Damgaard hat immer noch das eine oder andere Gespräch da mit dem Schiedsrichter, der beruhigt ihn wieder. Aber sportlich fair, also das ist alles unter Kontrolle und Mika sagt jetzt auch ja. Und am Kreis beim SCM jetzt auch Saugstrup, Smietz, Mika Damgaard, Smietz wird da am Trikot gehalten von Lindskog. Freiwurf, der Arm ist zum Glück noch unten. Bezjak jetzt zentrale Position, geht da rein in die Lücke auf. Saugstrup, der Bodenpass, 48. Minute. 29 zu 21 über rechts außen. Lass es bauen. 29 zu 22. Also auch Respekt an der Stelle an die SG Flensburg, die hier das Spiel noch lange nicht abschenken, die ja nach wie vor heftig dagegen halten. Aber der SCM jetzt nach wie vor mit 7 Toren vorne. Lasse Swan, seitdem ich Handball gucke, spielt gefühlt ein Lasse Swan mit nach wie vor absolut zuverlässig, was der da draußen spielt, oder? Auch kleine Winkel, einfach stark und vor allem jetzt in der Phase wichtig, dass er da seine Mannschaft im Spiel behält. Kai Smietz, erster Wurf und drin ist er, der 30. Treffer, 30 zu 22. Kai Smietz, früher war es ja so, dass der den 30. gemacht hat, immer mal irgendwie was bezahlen musste, aber bei den Toren, die momentan in der Liga fallen, ist es glaube ich bei Nummer 40 inzwischen so, oder? Ja, das stimmt. Also kommt auf die Mannschaft an. Ich glaube, Magdeburg ist das nicht der Fall. Das ist zu oft, dass da das 30. fällt. Er steht im Tor und er hält diesen Wurf von Hambus Wanne in der 49. Minute. Schön freigespielt, Hambus Wanne auf links außen. Aber Mike Jensen ist da und hält diesen Ball. 30 zu 22 jetzt. Die Führung für den SC Magdeburg. Und die Halle ist da für Mike Jensen. Kai Smietz, Marco Bezjak mit dem versuchten Rückhandpass und Mike Machulla macht da Druck auf die Schiedsrichter. Mika Damgaard mit dem Wurfversuch, aber Buric jetzt zur Stelle. Aber Ballbesitz weiter für den SC Magdeburg und die Hand ging nach unten, genau. Weiter geht's, Ballbesitz für den SCM. 50. Spielminute, Mika Damgaard bleibt da hängen an Golla, der auch hinten ein gutes Spiel macht. 30 zu 22 in Minute 50, der aktuelle Zwischenstand. Könnte gleich wieder die Hand kommen, da ist sie, Bezjak auf Damgaard. Der Wurf wird geblockt und da jetzt auch Lukas Mertens noch mit dem Versuch, den Ball zu erreichen, aber Flensburg mit dem schnellen Konter, die 66. Lindskog ist da zur Stelle und verkürzt für die SG auf 30 zu 23. Haben Sie da ein Tor vergessen? Eigentlich das 24. oder? Weißt du auch nicht, ne? Bei mir auf dem Zettel stand es schon 30-23. Hoffen wir mal nicht. Nein, 30-22. Ja, 23. Ich habe mich verrechnet. Ich habe den Flensburgern ein Tor mehr gegönnt. Ich bin so ein guter Gastgeber. Marco Bezjak mit dem Pass auf Kai Smietz. Kai Smietz nochmal rechts raus, aber da geht schon wieder die Hand hoch. Aber und da muss es jetzt 7 Meter geben. Da gab es den Bodenpass auf Magnus Saugstrup. Und Jim Gottfriedson zieht ihn zu Boden und Jim Gottfriedson diskutiert er jetzt. Denn Gottfriedson bekommt für diese Aktion auch noch 2 Minuten und 30 zu 23, 51. Spielminute. Also ich glaube jetzt an einen Heimsieg des SCM. Ich weiß, 10 Minuten sind noch ganz schön lang. Ab wann glaubst du an den Heimsieg? Also ich bin mir eigentlich seit 5 Minuten schon ziemlich sicher. Und wenn ich mir die Flensburger Bank so angucke, dann wollen die zwar noch kämpfen, aber an den Sieg glauben die, glaube ich, auch nicht mehr. Omar Magnusson gegen Kevin Möller, der ins Tor zurückgekehrt ist. Magnusson gegen Möller. Möller mit seinem linken Oberschenkel, aber der Ball springt in unserer Hälfte und bei unserer Bank
über die Seitenauslinie, deshalb weiter Ballbesitz für den SC Magdeburg. Überzahl noch 1,46. 9 Minuten sind es noch. Omar Magnusson und am Kreis jetzt Moritz Preuß und Saugstrup. Der SCM mit zwei Kreisläufern haben wir schon oft gesehen. Und Mo Preuß geht da zu Boden, ganz heftig. Und die Schiedsrichter ermahnen jetzt die Spieler, das ist manchmal abseits des Spielgeschehens. Wir beim Sportstudio haben früher gesagt, falsche Sperre. Gibt es sowas noch? Ja, also da gibt es eine Grauzone, da wird auch geackert am Kreis, aber da muss man als Schiedsrichter auch aufpassen. Ganz stark das Freispielen von Daniel Pettersson auf rechts außen und der macht mit Lukas Mertens den Kämpfer. 31-23. Was für ein Tor von außen von Lukas Mertens. 31-23. Da sind es wieder die 8 Tore, der bisher größte Vorsprung in diesem Spiel. Der SCM gegen die SG Flensburg. 31-23. Mensing jetzt für Flensburg. Mats Mensah Larsen von Oettingen schön gespielt. Und der Lasse Swan, das haben wir thematisiert. Der ist ein richtig starker. Der trifft jetzt in der 52. zum 31-24 für die SG Flensburg. Also Müller im ersten Durchgang und Lasse Swan eigentlich während der gesamten Partie die Garanten für die Flensburger, dass es jetzt nur 31-24 steht. Jetzt gab es den Bodenpass auf Preuß, der kann den Ball aber nicht kontrollieren, deshalb jetzt Abwurf für die SG Flensburg. Aber Justus Kluge hatte schon gesagt, so richtig viel Tempo machen die auch jetzt nicht bei einem Rückstand von 7 Toren. 7,5 Minuten vor dem Ende scheint auch die SG Flensburg begriffen zu haben, dass dieser SC Magdeburg in der momentanen Form ganz schwer zu schlagen sein wird. Mats Mensah nochmal, Mensing, der ja auch schon ein paar starke Tore erzielt hat. Und jetzt der Junge von Oettingen geht da rein. Aber es gibt nur Freiwurf, die Magdeburger Abwehr wieder stark da. Und die Zuschauer fordern jetzt das Zeitspiel klar. Bei der Mannschaft, die in Führung geht, Führung liegt beim SCM gegen der Arm 4R hoch. Jetzt ist er auch oben beim Gast bei den Flensburgern. 31-25 und 53 Minuten, 14 Sekunden sind gespielt und ein Magdeburger ist da liegen geblieben. Ich sehe im Moment noch nicht, wer da liegt, da wird es auch ganz reich. Magnus Gullerud ist das da, glaube ich. Oma Magnusson, okay. Ich glaube, der hat besser gesehen. Er hat eine Hand beim Wurf ins Gesicht bekommen. Genau, Mensing mit dem starken Tor und danach, nachdem der Ball im Netz war, gab es auch noch die Hand gegen Oma. Und Daniel Pettersson begleitet Oma Magnusson, der wieder ein großartiges Spiel gemacht hat. Im Moment bei 8 Toren steht. Erstmal auf die Bank, Kai Smietz. Und Gisli Christiansson kommt jetzt wieder und es sind noch 7 Minuten, es sind 6 Tore vor. Der SCM wird dieses Spiel hier irgendwie nach Hause bringen. Wie hoch das hier zu Ende geht, ist am Ende wirklich ganz egal. Es ist ein Wahnsinnsspiel, welches der SC Magdeburg hier leistet. Kranstein mit 6 Toren Führung, da versucht man die Angriffe jetzt wirklich lange auszuspielen. Absolut, jetzt ist überhaupt keine Notwendigkeit mehr für großes Risiko. Das Ding bringt man einfach nach Hause, hat noch vielleicht ein bisschen Spaß, verwöhnt die Fans und holt sich Selbstvertrauen und gutes Gefühl. Kai Smith setzt zentral, Gisli Christiansson und Gisli geht da rein. Der Junge hat auch 2 schwere Verletzungen wegstecken müssen, aber ist immer wieder da und man hat das Gefühl, der hat wieder richtig Spaß am Handball. Wie hat er diese Verletzung weggeschickt? Jetzt nimmt Benno die Auszeit. Wir können über Gisli reden. Das sah zweimal richtig doof aus mit seiner Schulter und er ist jedes Mal wieder zurückgekommen. Ja, also ich denke, Gisli ist ein total positiver Mensch, total fröhlicher, kann andere Leute auch anstecken und hat sich ja hier auch schon viele Fans gemacht in Magdeburg. Sicherlich ganz, ganz schwer für ihn, vor allem in dem Alter. Aber andererseits, in dem Alter hast du auch noch viel vor und hast die Motivation,
wirklich alles zu geben, zurückzukommen. Und ich denke, er hatte eine gute Betreuung bekommen und viele Unterstützer. Die Fans haben ihn da sicherlich auch gepusht. Und es ist einfach schön, dass er wieder da ist und so viel Spaß hat und auch bei alter Stärke ist. Eine Frage hatte ich noch. Du jetzt aktiv Rot-Weiß Stassfurt. Wie ist es denn da, wenn du da in die Hallen kommst? Sagen die, oh, jetzt dem Europacup-Sieger, dem zeigen wir es mal. Musst du das eine oder andere einstecken oder ist das von Respekt gekennzeichnet in dieser Liga? Ja, also teils, teils. Da sind auch viele Bekannte dabei. Man kennt sich, man freut sich einfach, dass man gegeneinander spielen kann. Sicherlich ist da doch ein bisschen mehr Motivation und auch da im 1 gegen 1. Aber ich kann das ab. Ich glaube, in der Bundesliga geht es auch nicht so, so sanft zur Sache. Es ist einfach schön und ich glaube, die Liga freut sich auch, dass man da ist, sage ich mal so. Justus Kluge von Rot-Weiß Stassfurt. Es geht mir ein bisschen schwer über die Lippen, weil du gefühlt noch SCM-Spieler bist, aber auch Stassfurt hat so einen guten Handballer einfach verdient. Also SCM jetzt wieder im Angriff, der Arm ist oben, Zeitspiel ist angezeigt, Gisli Christiansson hart angegangen, geht zu Boden. Drei Pässe zeigen die Schiedsrichter an, sind es noch. Wir schauen jetzt immer mal wieder zur Uhr. 5,5 Minuten vor dem Ende. Gisli, Christiansson auf Kai Smietz. Der Ball war gut, aber in der Ecke war schon einer, der heißt Benjamin Buric. Und der hat den Ball gehalten. Deshalb jetzt der Angriff der Flensburger. Aber Gottfriedsson bricht ab, weiß auch nicht wohin. Also auch keine absolute Eile bei den Flensburgern. 6 Tore hinten, 5 Minuten. Die halten das Ergebnis im Rahmen. So muss man das am Ende wahrscheinlich formulieren, nachdem der SCM ja schnell nach der Pause, nach 34 Minuten schon mit 8 Toren vorne lag. Da hätte es auch anders ausgehen können für die SG Flensburg. Aber die Magdeburger haben hier wirklich ein Spiel gegen die SG Flensburg völlig unter Kontrolle und sich auch jetzt wieder durch intensive Abwehrarbeit durch Daniel Pettersson auch den Ball zurückgeholt und greifen jetzt wieder an. Gisli, Christiansson, Kai Smietz, Saugstrup, der steht am Kreis. Marco Bejak ist auf halb links ausgewichen, ganz außen Lukas Mertens und Kai Smietz steigt hoch und was für eine Fackel! 32-25 und ja, Mats Mensah-Larsen, der kann leider auch richtig gut Handball spielen und auch heftig werfen, deshalb jetzt hier in der 56. Tor für die SG. 32-26 noch die Führung für den SCM. 6 Tore in den letzten 4 Minuten. Es wird nicht mehr lange dauern, da wird die GTEC Arena hier stehen. Und ich muss jetzt an die Pressestelle immer noch mal meinen Wunsch hier formulieren, wen ich hier haben möchte am Mikro. Einer der Spieler, aber ich will gar keine rausheben. Irgendwer kommt nachher zum Interview. Gisli wird gefoult. Kein Siebmeter, es gibt nur Freiwurf. Und deshalb Freiwurf für den SC Magdeburg. Hartes Duell, zwei Dänen da am Kreis. Mats Mensah und Saugstrup. Und was passiert? Jetzt werden beide da zu sich gerufen, bekommen eine Ermahnung. Die Schiedsrichter wollen das nicht. Aber es bleibt dabei. Die beiden Dänen vertragen sich am Ende dann doch wieder gut. Alles gut. Freiwurf für den SC Magdeburg. Ja, Arm ist schon wieder oben, der Schiedsrichter. Marco Bejak auf Kai Smietz. Ich glaube, der muss jetzt werfen. Nee, Gisli. Gisli muss werfen. Und der wirft den Ball ins Tor. Zieht den Ball um Lindskog. Zieht ihn ganz lange. Zieht ihn in die lange Ecke. 33-26. Mats Mensah mit dem Pass auf Golla. Golla vorbei. Ganz große Abwehrarbeit ist jetzt auch nicht mehr da. Ja, viele Tore jetzt nochmal in der Schlussphase. Klar guckt man ja manchmal auf die direkten Duelle, aber bei dem, was auf den SCM jetzt auch zukommt, dass man vielleicht im Hinterkopf sogar gegen Flensburg ein bisschen Körner sparen kann und dass man dann auch, egal ob man mit 4 oder 6 oder 7 gewinnt, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass das in einem Spiel gegen Flensburg möglich ist.
Absolut, also ich glaube, das hätte man sich nur erträumen lassen können, dass das Spiel heute so ausgeht. Einfach toll. Und auch den Ball holt Daniel Pettersson wieder, nachdem der Ball, glaube ich, am Post gelandet war. Und auch den Abpraller Daniel Pettersson generiert wieder den Ballbesitz für den SC Magdeburg. 2:10 sind es noch. Der SCM führt 33-27. Gisli Christiansson zieht an, wird da von Mats Mensa gefoult. Und die Zeit wird angehalten. Wir stehen bei 58-0-5-6 Tore Vorsprung für den SC Magdeburg. Wahnsinn, was hier passiert in diesem Spiel. Marco Becher jetzt mit dem versuchten Pass an den Kreis an Saugsburg. Den konnte er nicht machen, deshalb gibt es Abwurf vom Tor. Der SG Gottfriedsson nochmal, Mats Mensa Gottfriedsson wackelt einmal, wackelt zweimal. Hechtsprung von Lukas Mertens, der verhindert den Pass auf rechts außen auf Lasse Swan. Das war ganz stark. Und Gottfriedsson, Mats Mensa, die Halle steht. Das ist die GTEC Arena. Mats Mensa mit einem Wurf, mit dem gar keiner mehr gerechnet hat. 33-28. Es läuft die letzte Spielminute und 5000 Menschen in der GTEC Arena stehen. 33-28. Die Führung für den SC Magdeburg. Man muss sagen, am Ende ein souveräner Heimsieg gegen den Vizemeister, gegen die SG Flensburg. Dieser SCM macht so unglaublich Spaß. Auch Gisli jetzt nochmal mit einem Versuch, aber Buric hält. 30 Sekunden sind es noch. Das ist die GTEC Arena. Noch 33-28 die Führung für den SC Magdeburg. Und auch die SG nimmt jetzt das Tempo raus. Faire Geschichte, gibt dem Schiri den Ball. 33-28 Heimsieg für den SC Magdeburg. Wow, wow, wow. So eine starke Leistung, wenn man so früh aufsteht. Du hast es vorhin gesagt, Justus, zum Frühstück geht. Ich ziehe mal die Atmung ein bisschen runter, damit wir uns hier überhaupt noch verstehen. Dann malt man sich sowas aus, dann denkt man, ich sage das auch immer, ich möchte ein Handballspiel erleben, wo ich nicht in den letzten 3 Minuten zittern muss, wo man sich einfach freut an dieser tollen Sportart. Genau das haben wir heute erlebt, das kann man sich wünschen, aber planen kann man das nicht. Nee, also ich glaube, mit dem Ergebnis kann man hochzufrieden sein. Vielleicht sogar ein bisschen ärgerlich, weil man hätte Flensburg auch durchaus mit 7 oder 8 Toren nach Hause schicken können. Aber das ist Wunschdenken und, glaube ich, auch die Kirsche auf der Torte. Starke, starke Leistung, ein super Handballabend oder Nachmittag. Und das gibt auf jeden Fall noch mehr Selbstvertrauen für die nächsten Spiele. An der Stelle bedanke ich mich schon mal bei dir. Alle Informationen oder wenn ihr Kritik oder Lob oder Tadel oder wenn ihr euch selber mal bewerben wollt als Co-Kommentator, huja@sc-magdeburg.de, huja@sc-magdeburg.de ist die E-Mail-Adresse, da könnt ihr alles hinschreiben. Und war kein einfacher Job, Justus, aber das war großartig, wie du diesen Job hier gemeistert hast. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß an dem, was wir hier erlebt haben. Vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht mit dir, Sören. Und mit dem Ergebnis, glaube ich, auch war das kein schwerer Job. Ich behalte die Telefonnummer von Justus Kluge im Auge. Und vielleicht sehen wir uns hier zur Rückrunde für das ein oder andere Spiel nochmal wieder, weil das macht es aus, dieser Fachkommentar, diese Expertise von Leuten, die einfach näher dran waren, als ich das je war. Die bringen die Würze für die Fans. Ich hoffe, hier geht es weiter gut in Staßfurt. Das mit deinem
Privatleben funktioniert alles mit dem, was du vorhast für dich. Beruflich funktioniert alles so. Und danke, Justus Kluge. Danke dir. Ciao, ciao. So, Justus geht jetzt noch ein bisschen feiern mit der Mannschaft. Und wir bleiben hier weiter drauf. Wir freuen uns. Gleich auf Kai Smith, der kommt hier zu uns zum Talk und wir bleiben natürlich live für euch dabei, spielen zwischendurch immer noch mal Musik, aber gleich gibt es hier die Stimmen zum Spiel. Kai Smith kommt, dann gibt es hier auch noch die Pressekonferenz live und momentan laufen hier in der GTEC Arena die Ehrenrunden der Mannschaft. 33 zu 28 schlägt der SC Magdeburg die SG Flensburg und weiter geht die wilde Reise dann am Dienstag in Slowenien. Dann am Donnerstag beim TuS N Lübbecke. Dann am Sonntag beim THW Kiel und mit der Verfassung von heute geht auch was beim THW Kiel. Dann geht es noch weiter am Dienstag. In einer Woche sehen wir uns hier gegen Aix-en-Provence und wir hören mal rein. Ist das nicht großartig? Szenen, die wir sonst bei den großen Titelgewinnen erlebt haben. Jetzt gibt es hier. Die Welle der Mannschaft mit den Fans. Was für eine Atmosphäre in dieser GTEC Arena. Phänomenal, was wir hier erlebt haben. Und diese Mannschaft macht einfach so viel Spaß. Ja, da haben die Fans recht, der SC Magdeburg ist Tabellenführer der Handball-Bundesliga. So. Was für ein Jubel. 33 zu 28 schlägt der SC Magdeburg die SG Flensburg an diesem 7. Spieltag in der Handball-Bundesliga. Also, huja at sc-magdeburg, huja at sc-magdeburg. Das ist die E-Mail, wo ihr Lob, Tadel, Bewerbungen für einen Co-Kommentar hier abgeben könnt. Ich würde mich freuen. Wir werden immer mal den einen oder anderen Ex-Handballer, vielleicht auch mal den einen oder anderen aus der Stadt Magdeburg hier dazu holen. Und dann macht das hier noch mehr Spaß in dieser GTEC Arena. Also das nächste Heimspiel am Dienstag in einer Woche gegen Aix-en-Provence in der EHF European League. Dann hören wir uns hier wieder. Aber wir warten jetzt noch auf die ersten Stimmen. Wir warten hier noch auf Kai Smith. Wir warten hier noch auf die Pressekonferenz. Das alles könnt ihr ja hier live mitbekommen. Und da sehe ich schon, Kai Smith ist jetzt auf dem Weg zum SCM Huja Talk. Marc Schmidt ist da, klatscht gerade mit mir ab. Riesen Freude hier beim SC Magdeburg. Und wir hören dann gleich mal rein, was Kai Smith zu sagen hat. Stefan hat jetzt das zweite Mikro noch geholt und ich bin bereit zum Interview mit Kai Smith. Hallo Handballfans, sowohl bei SCM Huja als auch noch hier in der Halle. Wir sind direkt nach dem Spiel in den Katakomben, draußen feiern alle, weil das war auf jeden Fall ein Handballfesttag.
Und ich weiß, du hast einiges hier erlebt, lieber Kai, schon in Magdeburg, aber das dürfte bis jetzt der Höhepunkt gewesen sein, was so die Stimmung bei den Heimspielen angeht, oder? Auf jeden Fall, ja. Das war super heute. Wir sind alle so froh, dass wir wieder zuschauen haben dürfen und dann ausverkaufen mit 5.000 heute und so ein Spiel gegen Flensburg, das war Wahnsinn, ja. Du bist ein Holländer, ich weiß, Holländer feiern sehr, sehr gerne, außer beim Fußball. Und jetzt mal ganz ehrlich, ein Bier war das drin nach dem großen Titel, nach dem Superglobe, oder habt ihr wirklich straight weitergemacht? Also, wir wollten gerne, aber das war gar nicht möglich in Saudi-Arabien, da bekommt man keinen Alkohol. Das nicht mal, als du zu Hause warst, hast du dir an der Tanke irgendwie eine Büchse geholt? Also erst da, wie in Deutschland waren, ja, da, aber das war also 16 Stunden später. Es muss so ein schönes Gefühl für dich sein, jetzt in diese Truppe erstmal auch so zurückzukommen, weil du wusstest schon, wie es war. Jetzt siehst du, wie das jetzt hier läuft. Was ist der Unterschied zwischen der Truppe, die du damals verlassen hast, und dem SCM, den wir jetzt beobachten? Also nicht ganz viel, weil viele Spieler sind noch hier, viele die gleichen Spieler. Aber ich merke jetzt einfach, wir haben so viel Vertrauen in diese Mannschaft, die hier steht. Das kann man auch sehen, wir spielen unglaublich gut. Und das macht das auch mehr Spaß, wenn man einfach jedes Mal gewinnt. Also das ist ein nicht großer Unterschied, aber das Vertrauen ist einfach jetzt ganz, ganz hoch. Es gab da diese eine Bude von dir aus dem Rückraum zu einer Zeit, als Flensburg, glaube ich, nochmal so einen Hauch gehofft hat, dass da was passiert, die sehr, sehr wichtig war, so zwischen 8. Minute und Abschluss irgendwie. Da bist du sowas von hochgesprungen. Darf ich fragen, wie hoch du aus dem Stand springst? Gibt es da Erkenntnisse? Ich habe keine Ahnung. Ich habe so einen Chip rein. Musst du fragen, wie hoch das da war. Dann sage ich es dir, sehr hoch. Danke, das reicht. Ich entlasse dich. Das war ganz schön zu sehen, auch nach dem Spiel. Jetzt Marc Bult von der SG Flensburg-Handewitt gratuliert dir auch noch. Ihr werdet jetzt wieder zusammensitzen. Danke, dass du hier warst. Und ich glaube, wenn jetzt in der Halle noch jemand hört, dann seid doch noch mal laut für Kai Smits, die Rakete hier. Danke. Wir schauen mal, wen ich jetzt hier noch rankriege. Kannst du mal das Gesicht von diesem Siegertrainer irgendwie zeigen? Eben war Kai Smits hier und hat das erste Interview nach dem Spiel gegeben. Und der Trainer des siegreichen SC Magdeburg, Bennett Wiegert, nimmt das Ding in die Hand und hat ein ziemlich angewidertes Gesicht gemacht. Aber das kann ja egal sein. Ihr habt gewonnen. Du warst so angespannt vor dem Spiel. Wie sieht es in dir jetzt aus? Ja, jetzt ist die Anspannung. Die geht jetzt ein bisschen weg. Es war für uns wirklich ein wichtiger Auftritt. Wir wollten unbedingt den Bock gegen Flensburg umstoßen. Und ja, jetzt kommt ein bisschen Ruhe rein, bis morgen. Ich wollte gerade sagen, bis morgen, weil ihr habt extreme Wochen vor euch. Du bist so jetzt, also wie lange erlaubst du dir zu feiern? Im Kopf also so ein bisschen Erleichterung zu genießen? Also unser Zeitplan lässt das nicht zu, aber die Jungs brauchen das. Die Jungs müssen mindestens heute und 24 Stunden jetzt sich darüber freuen dürfen, wie ihre Feierei aussieht. Das ist mir relativ egal, aber sie müssen sich freuen darüber, weil die müssen wissen, wofür sie das machen. Was hat den Ausschlag gegeben aus deiner Sicht heute für diesen dann am Ende doch relativ klaren Sieg? Wir sind immer besser reingekommen. Wir haben so ab der 20. Minute das Spiel besser in den Griff bekommen. Ich finde, wir haben die ganzen 60 Minuten sehr, sehr gut und konsequent verteidigt. Waren sehr kompakt und haben dadurch immer wieder aufs Tempo gedrückt. Wir haben über 60 Minuten versucht, unser Tempospiel durchzuziehen.
haben, wo wir so bis zur 15., bis zur 20. noch 8-8 stand, ein paar Fehlwürfe, aber das gehört einfach in dem Sport dazu, ist kein 0-0-Spiel. Wir lassen da 2, 3, 4 gute Chancen von außen liegen, dann sieht es vielleicht in der 20. schon anders an, aber dann die letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit drücken wir schon klar dem Spiel unseren Stempel auf. Und dann ist natürlich auch super, wie wir aus der Halbzeitpause kommen, dass wir dann gleich da weitermachen und vielleicht auch so ein bisschen den Glauben bei Flensburg hier heute was mitzunehmen, nach den ersten 10 Minuten schon ein bisschen brechen können. Ich würde sagen, dass viele Leute sagen, ja, Man of the Match ist Mika Damgaard geworden und dann im Tor hinten Mike Jensen holt noch ein paar Paraden raus. Gibt es irgendwas, was wir nicht gesehen haben, was du herausheben würdest? Auf jeden Fall. Ich habe eine komplette Mannschaftsleistung gesehen, die sehe ich über Wochen schon. Da jemanden herauszuheben, da tue ich mich enorm schwer mit, weil da so viel mehr dazu gehört. Da gehört ein Steph dazu, der groß ist. Da gehört ein Matze Musche dazu, der schon wieder im Trainingsbetrieb hält. Elias Rudert. Da gehören so viele Leute dazu, die vielleicht heute nicht so scheinen konnten, aber die ganze Sache, das, was gerade vielleicht uns stark macht und was so funktioniert, abrunden. Vielen Dank, Bennett Wiegert. Auch dein Siegergenuss soll dir eine Weile erhalten bleiben, so 5-6 Minuten, das wünschen wir dir. Und es ist wirklich bemerkenswert, jemand, der mit Harz an der Hand aufgewachsen ist, wie schnell der verlernt hat, wie sich das anfühlt, ist nicht so schlecht. Dankeschön, Bennett Wiegert. Dein Applaus draußen in der Halle, Bennett. Dein Applaus.
fängst du an? Wie, ich fange an? Nee, er fängt an. Ich meine, er fängt an. Bitte. Danke. Oben festhalten und so weiter. Okay. Alle bereit. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Handball-Bundesligaspiels SCM gegen SG Flensburg-Handewitt. Sieger SC Magdeburg, Halbzeitstand 18-13, am Ende 33-28. Bester Schütze auf Seiten von Magdeburg war Mika Damgaard mit 10 Treffern und auf Seiten von Flensburg Lasse Swan mit 6 Treffern. Und wir haben beide Trainer hier, Bennett Wiegert und auch Mike Machulla. Erst die ersten Worte, natürlich das erste Statement von Mike Machulla. Ja, schönen guten Tag. Glückwunsch an Benno zum verdienten Sieg. Ich denke, dass wir heute bis zum 15-15 eigentlich viele Sachen richtig gut gemacht haben. Wenn ich mir überlege, dass wir eine Angriffseffektivität von, glaube ich, 100% hatten. Aber beide Mannschaften steht, glaube ich, relativ früh 9-9 und es passieren relativ wenig Fehler. Und dann kommt diese Phase bei uns, wo wir dann die Fehler machen und die Magdeburg natürlich gnadenlos bestraft. Also die sind natürlich momentan voller Selbstvertrauen, die laufen und bestrafen die Fehler ganz, ganz deutlich. Und wenn du in so einer Atmosphäre und gegen so eine Mannschaft diese einfachen Fehler machst, dann ja, kommst du eigentlich für den Sieg nicht in Frage. Ich glaube, wir hätten eine sehr, sehr konzentrierte Leistung über 60 Minuten gebraucht. Und wir hatten zwei Phasen in diesem Spiel, die es einfach uns nicht möglich gemacht haben, überhaupt an den Sieg zu glauben. Das waren die letzten 10 der ersten Halbzeit und die ersten 10 der zweiten Halbzeit. Und da geben wir das Spiel zu schnell außer Hand. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil ich finde, dass wir viele Dinge im Vergleich zu Kielce besser gemacht haben. Aber wenn ich dann die letzten 15 Minuten sehe, das ist erstmal aus meiner Sicht, bin ich froh, dass die Mannschaft dann auch Charakter gezeigt hat, Moral gezeigt hat und dagegen gehalten hat und vorne dann finde ich auch sehr, sehr guten Ball gespielt hat. Das zeigt natürlich, wenn wir miteinander arbeiten und wenn wir füreinander da sind, welche Qualität wir haben. Aber man sieht natürlich auch, wenn wir das nicht machen und wenn wir nicht bereit sind, füreinander zu investieren, dann reicht das nicht. Und momentan reicht es halt gegen eine Mannschaft wie Magdeburg, die, wie ich schon sagte, mit Selbstvertrauen ist, dann momentan einfach nicht. Danke fürs Statement erstmal. Ich gebe das Mikro weiter an Bennett Wiegert. Dein Statement? Ja, danke Mike, danke für die Glückwünsche. Wir sind super happy. Das ist alles andere als ein Selbstläufer, gegen Flensburg zu Hause auch zu gewinnen. Ich kenne die Probleme, die Mike und sein Team gerade verletzungstechnisch gerade hat. Trotzdem sind es um 14 Uhr 60 Minuten Handball, in denen viel passieren kann. Und da ist es alles andere als selbstverständlich, dass wir das hier in der Art und Weise auch so gewinnen. Mike hat das super analysiert. Ich habe das ja schon vorne bei den Kollegen gesagt. Ich finde auch bis zum 8-8 und weiter, es ist super offen und super viel Tempo drin. Uns gelingt es dann einfach, dieses Tempo über 60 Minuten zu halten, über 60 Minuten wirklich Gas zu geben, Tempospiel zu spielen. Die 10 Minuten vor der Halbzeit tun uns sehr, sehr gut, weil sie unheimlich Sicherheit reinbringen, mit 5 Toren in die Halbzeit zu gehen. Und dann können wir relativ schnell den Stecker ziehen mit den ersten 10 Minuten zweiter Halbzeit und vielleicht so das Momentum, was Flensburg nochmal bekommen könnte, schon nehmen und vielleicht auch den gänzlichen Glauben nehmen, dann hier für was in Frage zu kommen. Und das macht uns dann die letzten 20 Minuten ein bisschen einfacher, auch wenn da nicht mehr alles so 100% funktioniert, bin ich super zufrieden mit dem, was wir nicht nur heute machen, sondern was wir die letzten Wochen, die letzten Monate einfach machen. Und dass unser Sport viel von Selbstbewusstsein leben, das ist, glaube ich, jedem klar. Und das Selbstbewusstsein haben wir uns gerade aber auch erarbeitet. Gibt's Fragen? War das heute, die Erwartungshaltung sind ja immer sehr groß. Die SG Flensburg-Handewitt aufgrund der letzten Erfolge in den vergangenen Jahren, war das heute vielleicht der letzte Beweis, der noch fehlte, dass man merken muss, dass mit dem Kader, den man im Moment hat, einfach nicht diese Ziele erreichen kann, die man eigentlich immer erreichen möchte? Naja, erstmal möchte ich meine Mannschaft natürlich jetzt nicht so schlecht machen, wie sie ist oder wie sie jetzt gerade gesprochen wird. Also es ist immer noch genug Qualität da. Aber klar müssen wir momentan einfach auch anerkennen, dass wir gegen Mannschaften wie Magdeburg in Magdeburg mit 5000 Fans nicht konkurrenzfähig sind. Und da muss bei uns alles funktionieren. Wir müssen 60 Minuten auf dem Top-Niveau spielen und die Jungs müssen relativ wenig Fehler machen und die Möglichkeiten zu wechseln, die sind gering. Aber das begleitet uns ja schon auch in der letzten Saison. Und wir müssen natürlich jetzt erstmal gucken, dass wir als Mannschaft zusammenstehen und dass wir die nächsten Schritte machen. Und klar können wir jetzt erstmal sagen, wir sind natürlich jetzt keine Mannschaft, die über die Meisterschaft reden sollte. Ich glaube, so realistisch sollten wir dann schon sein. Und das sind wir auch, wir können das schon alles einschätzen. Aber es kommen halt Spiele darauf auf uns zu, wo wir wirklich dann auch gefordert sind. Und egal wie klein der Kader ist, da müssen wir dann einfach auch liefern. Und das ist die Situation, die wir momentan haben. Aber
Ich werde die Mannschaft, die wir jetzt momentan haben, nicht so schlecht machen, wie sie jetzt von außen dargestellt wird, sondern wir haben noch genug Qualität, aber gegen die Top-Mannschaften reicht es momentan nicht. Die Spiele, die jetzt die Tage noch kommen, waren Sie da überrascht, dass man dann hinten raus auch ein bisschen Kräfte sparen könnte? Weil Flensburg ist ja jetzt nicht ein Gegner, wo man denkt, dass man Kraft sparen kann. Ich finde, wir haben hinten raus keine Kraft gespart. Das sah so aus. Also ich finde, das, was Mike sagt, ist komplett richtig. Mir geht das auch ein bisschen auf den Zeiger. Dass man da eine Mannschaft, die über Jahre da oben mitgespielt hat, jetzt Anfang der Saison, nicht Ende der Saison, schon so abschreibt. Ich sage, diese Mannschaft wird kommen. Diese Mannschaft wird auch wenn das Mike nicht hören möchte, ich möchte da auch keinen Druck machen, aber das ist eine subjektive Meinung von mir, die wird auch noch ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden. Davon bin ich überzeugt. Deswegen, wir haben keine Kraft gespart heute. Wir haben dafür auch keine Zeit. Wir sind nicht die Mannschaft, die irgendwie Kraft sparen kann und dann so mit einem halben Po irgendwas gewinnen können. Das ist nicht. Wir müssen jedes Mal all in sein, um für was in Frage zu kommen, um Siege zu einzufahren. Das geht anderen Mannschaften genauso. Das ist Bundesliga, das ist European League, das ist DHB-Pokal, European League, das ist alles Wettbewerbe, wo man kein einziges Spiel so mit Kräftesparen gewinnen kann. Deswegen höre ich das einfach auch nicht gerne. Nicht böse gemeint. Noch andere Fragen irgendwie? Weil ansonsten würde ich dann sagen, eine gute Heimreise erstmal. Mike, auch schön, dass du wieder hier gewesen bist. Euer Programm Champions League, glaube ich, am 21. Westbrem und am Sonntag dann gegen Stuttgart. Und naja, Benno, ihr habt mächtig was vor euch. Am Dienstag in Slowenien, das ist der European League, dann Pokal und dann auch gleich am Sonntag gegen Kiel. Knaller. Vielen Dank, nur der SC Magdeburg. Ja, komm einfach.